Herzlich willkommen im Informations- und Kompetenzzentrum für zukunftsgerechtes Bauen in Berlin. Hier an dieser Stelle hat am 7. Dezember 2011 Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel das Effizienzhaus Plus mit Elektromobilität feierlich eröffnet. Und wir feiern heute 10 Jahre Bestehen und mit Ihnen zusammen das 20. Netzwerktreffen Effizienzhaus Plus. Kommen Sie doch mit rein. Ja, meine Damen und Herren, und eigentlich wollte ich Sie gerne hier alle im Haus begrüßen. Und alles ist vorbereitet, aber die Pandemie hat uns überholt und wir dürfen heute nicht live mit allen Ihnen zusammen hier senden. Deswegen sind nur einige wenige Gäste heute da und wir begrüßen Sie heute alle online zugeschaltet, wo immer Sie uns zuschalten konnten. Wir hier im Haus übrigens sind alle 2G+. Und unser Moderator ist heute auch nicht da. Er sitzt in Stuttgart und dort begrüße ich jetzt ganz herzlich Hans Ehrhorn. Vielen Dank, lieber Peter Friemrath. Ja, wie gehört, Corona-Maßnahmen bedingt, muss ich mein herzliches Willkommen aus dem virtuellen Studio aus Stuttgart senden zu unserem 20. Netzwerktreffen, was ja anlässlich der 10-Jahres-Feier organisiert wurde. Stuttgart, das jüngst von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurde als nachhaltigste deutsche Großstadt, erhielt diese Auszeichnung unter anderem, weil der Stadtrat auf Vorschlag des Oberbürgermeisters beschlossen hat, wo immer es möglich ist, die eigenen Neubauten fortan nur noch als Effizienzhaus Plus zu realisieren. Ein gutes Beispiel für Immobilien der öffentlichen Hand fand die Jury und zeichnete entsprechend die Stadt für diese Rundumpaket, was da herumgebaut wurde, entsprechend aus. Das ist eine von vielen, vielen Erfolgsgeschichten, die wir im Laufe der letzten 10 Jahre machen konnten mit der Initiative des Effizienzhauses Plus. Und wir werden im Laufe des Tages sicherlich auf andere noch kommen. Für diejenigen, die das erste Mal an einem Netzwerktreffen teilnehmen, möchte ich mich selber erstmal kurz vorstellen. Mein Name ist Hans Ehrhorn. Ich arbeite für das Fraunhofer Institut für Bauphysik und bin seit Beginn der Initiative als Begleitforscher tätig. Und als solcher durfte ich auch in der Vergangenheit die Netzwerktreffen moderieren. Das ist mittlerweile das 20. Treffen, was ich moderieren darf. Und wir haben viel diskutiert, viele gute Informationsaustausch, der stattgefunden hat. Und ich bedanke mich bei denjenigen, die dafür gesorgt haben, dass wir 10 Jahre lang oder 10 Jahre feiern dürfen, dass 10 Jahre dieses Netzwerk promotet wurde und entsprechend am Leben gehalten wurde. Das ist nicht selbstverständlich. Netzwerke haben üblicherweise Lebenszeiten von 3 bis 5 Jahren. Wir strahlen heute im Livestream aus. Das ist toll von der Sendetechnik, ist aber leider nicht ganz so gut hinsichtlich der Diskussionstechnik. Von daher ist es nicht möglich, dass wir online diskutieren können. Dennoch haben wir einen Chatraum eingerichtet, in dem Sie Ihre Glückwünsche, Ihre anerkennenden Worte, aber natürlich auch die fachlichen Anmerkungen platzieren können. Und diese Anmerkungen dienen dazu, dass wir künftige Netzwerktreffen entsprechend dann organisieren hinsichtlich dessen, was Sie angeregt haben, was Sie interessiert und entsprechend damit topaktuell werden. Dann gibt es einige von Ihnen, die Punkte sammeln für Fortbildungsmaßnahmen. Auch für diese Veranstaltung gibt es Punkte. Und das ist so organisiert, dass wir 6 Frageblöcke im Rahmen der Veranstaltung haben, die eingeblendet werden, einzeln. Und diese Frageblöcke müssten Sie beantworten, wenn Sie Punkte haben wollen. Weil das wird dann danach buchgeführt, ob Sie anwesend waren und wie lange Sie entsprechend anwesend waren. Und dann bekommen Sie entsprechend Ihre Punkte. Die erste Frage wird demnächst eingespielt. Unterhalb unseres Präsentationsbereiches wird die dann erscheinen und auch die Hinweise, wie man entsprechend dieses dann auszufüllen hat und zu dokumentieren hat. Ich würde jetzt wieder gerne nach Berlin zurückschalten. Lieber Peter,
Ist der Herr Radert schon zugegen? Ja, der wartet hier schon auf uns. Das ist sehr schön. Dann möchte ich ganz kurz Herrn Radert vorstellen. Herr Ministerialdirigent Peter Radert ist Referatsleiter im Bundesbauministerium und mit seiner Mannschaft zusammen betreut er seit vielen, vielen Jahren und unterstützt seit vielen, vielen Jahren unsere Initiative. Ich freue mich, Herr Radert, auf Ihre einleitenden Worte. Ja, schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich muss zunächst einmal um Nachsicht bitten, dass die hier ursprünglich eingeplante, noch amtierende Staatssekretärin des Baubereiches, Frau Ann-Kathrin Bohle, nicht anwesend sein kann. Wir sind nicht nur durch Corona etwas durcheinander geraten in unserem Programmablauf, sondern auch durch den Regierungswechsel. Frau Bohle sitzt zurzeit mit der neuen Bauministerin, Frau Clara Gleiwitz, zusammen und bespricht das weitere Vorgehen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Lieber Herr Erhorn, vielen Dank, dass Sie mich als Ministerialdirigent vorgestellt haben. Besoldungstechnisch wäre das schön, es ist aber leider nicht der Fall. Also noch bin ich Ministerialrat und das werde ich wohl auch noch bleiben, bis ich dann in den Ruhestand gehe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben hier heute mehrere Großereignisse zu feiern. Zum einen eben 10 Jahre Effizienzhaus Plus, 20. Netzwerktreffen, die Preisverleihung unseres Wettbewerbs und last not least die Neugründung des Bauministeriums. Für mich schließt sich jetzt hier so ein bisschen der Kreis. Ich habe 1988 meine Laufbahn angefangen im damaligen Bauministerium und habe in der Zwischenzeit diverse Minister und auch zwei Ministerinnen erlebt und kennengelernt. Und ich freue mich ganz besonders, dass einer der ehemaligen Minister auch heute hier ist. The one and only Bauminister ever, würde ich jetzt mal sagen. Er gilt vielen als derjenige, der am profiliertesten war in seiner Amtszeit, Professor Klaus Töpfer. Herzlich willkommen, Sie werden ihn nachher erleben. Außerdem möchte ich noch ganz herzlich begrüßen, ich hoffe, er ist dazugeschaltet, Professor Sobeck, den, wenn man so will, technischen, geistigen Vater dieses Hauses, architektonischen Vater dieses Hauses. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Professor Sobeck, sofern Sie schon zuhören. Ganz kurz vielleicht noch ein paar Worte zu denjenigen, die hier heute Punkte sammeln. Wir stehen vor einer riesigen, gigantischen Herausforderung in den nächsten Jahren im Bereich des Baugeschehens. Auf der einen Seite will die neue Regierung 400.000 neue Wohnungen pro Jahr errichten, natürlich möglichst klimagerecht. Auf der anderen Seite sind wir durch das Klimaschutzgesetz verpflichtet, Sektorziele zu erreichen. Wir müssen bis 2030 den CO2-Ausstoß im Gebäudesektor fast halbieren, also in 8 Jahren. Dazu müssen wir ganz neue Wege beschreiten, wenn wir auch nur einigermaßen annähernd ans Ziel kommen wollen. Dazu brauchen wir viele neue Ideen und ich bin sehr froh, dass sich im Wettbewerb hier vieles auch eingestellt hat an neuen Ideen. Ich habe hier schon mal diesen Umschlag mitgebracht, den ich dann nachher öffnen werde, wenn die Preisverleihung stattfindet. Das sieht alles sehr schön, sehr vielversprechend aus. Ich hoffe, dass wir das eine oder andere davon auch umsetzen können. Und mit diesen einleitenden Worten möchte ich es schon belassen. Herr Friemert, Sie übernehmen jetzt, oder? Ja. Also, gutes Gelingen für diese Veranstaltung. Ich werde mich nachher hier wieder blicken lassen. Danke und bis nachher. Vielen, vielen Dank, Herr Radert. Tut mir leid, dass ich Sie befördert habe, aber verdient hätten Sie es auf jeden Fall. Ja, wie Herr Radert schon einleitend gezeigt hat, es ist wirklich viel. Der Bogen ist groß und auch das, was in den 10 Jahren gemacht wurde, ist wirklich viel. Und wir werden heute nicht alles anreißen können. Wir werden heute nur wieder bestimmte Situationen und Positionen durchlaufen und entsprechend darstellen. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei Herrn Radert für seine stete Unterstützung. Also das ist schon wichtig, dass es dort auch im Ministerium Promotoren gibt, die solche Initiative entsprechend dann voranbringen. Und sonst ist es entsprechend nicht zu machen. Wir brauchen das aber auch weiter. Also wir sind nicht fertig, sondern
Wir sind im Teenageralter mit dem Haus und jeder weiß, der Kinder entsprechend aufwachsen sieht, dann die benötigen auch im Teenageralter noch eine entsprechende beschützende und leitende Hand. Das wäre schön, wenn Sie die auch in der nächsten Legislaturperiode sehen würden. Ich freue mich nun auf das zweite Grußwort von Herrn Professor Dr. Eltges. Herr Professor Dr. Eltges ist Direktor des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, kurz BBSR genannt. Das BBSR ist gemeinsam mit dem Bundesbauministerium Veranstalter dieses Netzwerktreffens. Herr Professor Eltges, Sie haben das Wort. Das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Rathart, sehr geehrter Herr Professor Töpfer, sehr geehrter Herr Ehon, ich freue mich auch, dass ich heute bei dieser Veranstaltung sprechen darf und freue mich auch insbesondere, dass Herr Professor Töpfer da ist, genauso wie Herr Rathart. Da hatte ich auch das Vergnügen, unter Herrn sehr fruchtbare Zeit. Ja, vor 10 Jahren haben wir uns mit dem Bundesbauministerium, den Forscherteams und der planenden und bauenden Zunft auf den Weg gemacht, ein zu entwickeln. Ein Haus, das über das Jahr gesehen mehr Energie produziert, als die Bewohnerinnen und Bewohner verbrauchen. Die überschüssige Energie sollte E-Autos und E-Bikes antreiben, sollte gespeichert werden oder schlicht ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Damals waren wir, glaube ich, mit diesem Ansatz unserer Zeit voraus und das Effizienzhaus Plus in der Fasanenstraße in Berlin wurde deshalb auch als Gebäude der Zukunft bezeichnet. Diese Gebäude, diese Effizienzhäuser Plus sind 10 Jahre später gebaute Realität. Bisher werben 63 Modellvorhaben für den Gebäudestandard Effizienzhaus Plus, vor allem im Ein- und Zweifamilienhaussegment, teilweise aber auch im Mehrfamilienbereich. Der Neubau überwiegt, aber auch Bestandsgebäude wurden so modernisiert, dass sie den Effizienzhaus Plus Standard erreichen. Modellprojekte wie in Neu-Ulm immer belegen, dass der Plus-Energiestandard auch im Gebäudebestand realisiert werden kann. Aber alles hat wie im Leben seinen Preis. Für neue Wohngebäude ergeben sich spürbare Mehrkosten von rund 300 Euro pro Quadratmeter beheizter Netto-Grundfläche. Vor allem die Batteriespeicher, aber auch die Photovoltaikanlagen treiben die Preise. Im Hinblick auf weiter steigende Kosten für fossile Energieträger sind diese höheren Kosten nach meinem Dafürhalten bei der Erstellung aber durchaus zu relativieren. Es steht also viel auf einer Habenseite. Wünschenswert wäre es, diesen Standard noch stärker in die Fläche zu treiben. Wir brauchen also keine einzelnen Leuchttürme mehr nach meinem Dafürhalten, sondern wir müssen auch unsere Reihenhaussiedlungen zu Leuchttürmen machen. Da ist es schon gut, dass jedes 5. Fertighaus inzwischen nach diesem Standard errichtet wird. Das ist ein spürbarer und sichtbarer Anteil, aber von einer Marktdurchdringung kann leider noch keine Rede sein. Meine Damen und Herren, Deutschland hat sich gesetzlich verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu sein. Dies gilt nun auch für den Gebäudebereich. Eine wichtige Wegmarke, das hat Herr Rath hat schon gesagt, ist das Jahr 2030. Laut Projektionsbericht des Bundesumweltministeriums wird der Gebäudebereich aber seine Einsparziele deutlich verfehlen, wenn wir nicht mit aller Macht dagegen steuern. Das heißt auch, wir müssen unsere Gebäude im Lebenszyklus betrachten und die CO2-Bilanz daran ausrichten. Sich allein auf die Betriebsphase von Gebäuden zu fokussieren, reicht für die Zukunft auf keinen Fall mehr aus. Alle Neubauten müssen klimagerecht, ressourcenschonend erstellt und im Lebenszyklus klimaneutral sein. Das Haus in der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg ist bis heute eines der wenigen voll recycelfähigen Gebäude. Die Initiative Effizienzhaus Plus kann also stolz sein auf das bisher Erreichte. Sie sollte sich aber nicht darauf ausruhen, sondern muss die politisch gesetzten Ziele auch jenseits des Wohnungsneubaus
aufgreifen. Für die Standard eine wichtige Bedeutung spielen. Es muss gelingen, diesen Standard mit der Klimaneutralität des Gebäudes im Lebenszyklus, mit der Bezahlbarkeit des Wohnens, den wirtschaftlichen Interessen des Gebäude und der Gebäudeeigentümerinnen und Eigentümer in Einklang zu bringen und dieses auch mit städtebaulichen Qualitäten zu vereinen. Ich weiß, das hört sich an wie die Quadratur des Kreises, aber wir müssen das schaffen. Und ohne exzellente Forschung geht es nicht. Das Effizienzhaus Plus in der Fasanenstraße in Berlin zeigt ja jetzt schon, was geht. In diesem Sinne beglückwünsche ich das Effizienzhaus Plus Netzwerk, die Forschenden und alle für innovative Gebäudestandards Engagierten zum 10. Jahresjubiläum der Initiative Effizienzhaus Plus. Ich bin zuversichtlich, dass dieses Netzwerk die Arbeit an ganzheitlichen, klimagerechten Gebäudekonzepten weiter voranbringen wird, die deutsche Architektur, Planungs- und Bau- und Ingenieurkunst schafft das. Ihnen und uns wünsche ich nun eine gelungene Jubiläumsveranstaltung. Ich grüße Sie ganz herzlich aus der schönen Stadt Bonn und bedanke mich bei allen, insbesondere auch, die diese Veranstaltung vorbereitet haben. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Eltges, für Ihre Ausführungen und Hinweise. In der Tat können wir uns nicht leisten, stillzustehen. Stillstand ist das Ende. Und die Initiative muss gucken, dass das zum einen das Erreichte bewahrt wird und gefestigt wird, aber dass wir natürlich auch neue Herausforderungen aufgreifen und umsetzen. Wir haben als nächsten Sprecher schon mehrfach erwähnt einen Mann, und der Mann, der zum Schluss als echter Bauminister in unseren Kabinetten bekannt war. Danach wurde das Bauministerium ja leider immer noch als Anhängsel von verschiedenen Ministerien gemacht. Herr Professor Töpfer war in der 13. Legislaturperiode eben dieser letzte Bauminister, den wir bisher hatten. Schön, dass es jetzt wieder eine neue Bauministerin gibt. Herr Professor Töpfer hat vieles gemacht. Ich möchte jetzt nicht viel darüber reden, sondern ich möchte Herrn Professor Töpfer gleich das Wort geben und ihn bitten, dass er uns entsprechend sagt, wo es lang geht. Ja, recht herzlichen Dank dafür, dass ich eingeladen worden bin. Ich muss schon ehrlich sagen, das hatte ich nicht erwartet, dass ich just an dem Tag, indem es wieder ein neues Bauministerium gibt, hier an dieser Stelle dieses großartige Projekt mit beglückwünschen kann, den 10-Jahres-Geburtstag mit feiern darf. Herzlichen Dank dafür. Über 20 Jahre. Ich bin damals nach Nairobi gegangen, zu den Vereinten Nationen, bin für die Umwelt zuständig geworden auf dieser Ebene. Und ich erinnere mich sehr genau, es gab natürlich eine Verabschiedungsveranstaltung und da war aus dem Bauministerium ein Mitarbeiter, ein prominenter Mitarbeiter da, der, glaube ich, sogar in diesem Haus hier mal geleitet hat, Herr Mausbach. Und der Herr Mausbach hat mir ein Buch geschenkt zum Abschied. Das ist ein Buch, das hat den schönen Namen »Das Handorakel« und die Welt und die Kunst der Weltklugheit von Gracian, einem Mönch aus dem 16. Jahrhundert. So Lebensweisheiten, Aphorismen. Er war wohl auch der Meinung, viel zum Lesen kommt er nicht. Da hat er meine Flugtätigkeiten, die ich damals machen musste, unterschätzt. Und da habe ich mir eins rausgesucht, das mich eigentlich immer mit begleitet hat und das man gerade auch heute ganz gut einbringen kann. Da steht nämlich drin, ich zitiere fast wörtlich, jeder Dumme ist fest überzeugt und jeder fest Überzeugte ist dumm. Und je größer seine Dummheit, umso größer sein Starrsinn. Dann kommt die Schlussfolgerung und auf die kommt es drauf an. Da sagt er nämlich, die Festigkeit gehört in den Willen, nicht in den Verstand. Da sehen wir hier. Wissen Sie, man hat es ja an vielen Stellen immer wieder gesehen, das, was der dann vorherrschende Verstand sagte, war nach relativ kurzer Zeit wieder weiterentwickelt, hatte sich geöffnet. Wer
starr ist in seinem Verstand, ist ideologisch, sucht nur doch Bestätigendes. Aber im Willen, der sucht immer was Neuem. Wie kann ich das, was ich will, was ich muss, auch umsetzen? Beispiel Solarenergie. Als man damals damit anfing, Hermann Scheer sei gedacht in diesem Moment, ich habe freundlich mit ihm zusammengearbeitet, Hermann Scheer in seiner Zeit wurde eher belächelt für die Tatsache, dass er mit Solarenergie die Welt gestalten wollte. Kosten für eine Kilowattstunde Solarstrom damals roundabout 1 bis 1,5 Euro pro Kilowattstunde. Extrem. Alle haben gesagt, siehst doch, geht doch gar nicht. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir bei 1 Euro Cent oder 2 Euro Cent in sonnenreichen Gebieten wie in Afrika. Wir haben also eine Lösung für das Problem gefunden, weil wir es brauchten, weil wir es wollten. Und das ist ja auch gesehen. Hättest du vor 15, 20 Jahren gesagt, Häuser werden demnächst nicht Energie verbrauchen, sondern sie werden gleichzeitig Kleinkraftwerke sein. Sie werden auch Strom erzeugen. Hätte jeder gesagt, wieder so ein Träumer, wieder so ein Utopist. Ich habe nichts gegen Utopisten, wenn der Wille führt. Ganz im Gegenteil, Bloch hat das schon so wunderbar gesagt. Da muss man auf die konkrete Utopie aufsetzen und sagen, das ist aber machbar und muss machbar werden. Politik ist nicht die Kunst des Möglichen. Politik ist die Kunst, das Notwendige möglich zu machen. Das ist der Punkt. Dahin geht's. Und das, was wir hier sehen, macht's möglich. 66 Energie-Plus-Häuser schon. Und es kommt ja auf das Plus drauf an. Kannst du nicht überall machen. Gibt es Denkmalschutz, gibt es sonstige Vorgaben. Aber wenn der eine ein bisschen mehr macht, geht's insgesamt für alle auf. Und wir reden ja, wenn wir über Gebäude sprechen, nicht über Petitessen, so Randgrößen. Was meinen Sie, wie viele Gebäude es in Deutschland gibt? Ich habe sie nicht alle gezählt, aber man kann es nachlesen, es sind etwa 21 Millionen. Was meinen Sie, wie hoch ist der Energieverbrauch, der in den Gebäuden mit und indirekt verbunden ist? Etwa 35% der Gesamtenergie, die wir in Deutschland brauchen. Also ohne, dass man bei den Gebäuden vorangeht, ist Energiewende hin zu einer Nullgesellschaft für CO2 nicht denkbar. Da muss er halt ran. Und dann haben wir auch Zahlen dazu zu sagen, was das kostet. Gegenwärtig bezahlt man, so sagt man mir, die Menschen, die in diesen Häusern leben oder die Unternehmen, die sie betreiben, etwas um die 73 Milliarden Euro pro Jahr für die Energieversorgung. Also, wie gesagt, das sind zentrale ökonomische Bereiche. Ich bin heute Morgen aus Höxter an der Weser, neben Corvey, Weltkulturerbe, auch so etwas, was man ganz direkt mit dem Bau wieder in Verbindung und mit der Kultur, die damit verbunden ist, bringen wird. Und da fahre ich durch Holzminden mit dem Zug. Und da ist einer der großen deutschen Wärmepumpenhersteller, der gerade veröffentlicht hat, dass er seine Kapazität verdoppelt. Sie sehen also, dieser Umbruch bringt neue Perspektiven. Ein Ökonom des letzten Jahrhunderts, Josef Schumpeter, hat mal so schön gesagt, das sei eine schöpferische Zerstörung. Wir zerstören eigentlich noch Funktionsfähiges, weil sie in ihren negativen Konsequenzen bekannt geworden sind. Und siehe da, wir öffnen Märkte, wir öffnen wieder neue Möglichkeiten, wirtschaftliche Aktivitäten zu haben, Arbeitsplätze zu schaffen, durch das, was eben jetzt über Wärmepumpen gebraucht wird. Bei Wärmepumpen sind wir wieder hier. Und die Wärmepumpe ist ja nicht irgendwie in subventionsrechtliche Angelegenheit, sondern sie ist in diese Größen hineingewachsen. Und ich bin ganz sicher, dass wir etwa in 10 oder 15 Jahren, brauchen Sie mit mir nicht mehr zu rechnen, auch in der Situation sein werden, wo wir sagen, du, das rechnet sich sogar. Das ist sogar eine Sache, in der sich erst durch technologische Weiterentwicklung so vieles eingestellt hat, dass jeder sagen kann, jawohl, das ist eine
vernünftige, sinnvolle Sache. Und deswegen komme ich mit besonderer Freude hierher. Gratuliere der neuen Ministerin. Wünsche ihr viel Erfolg. Sie kann sicherlich auf sehr gute Mitarbeiter setzen. Nicht deswegen, weil der ein oder andere noch da ist, den ich mal eingestellt habe. Bei meinem Lebensalter wird das immer weniger. Aber auch das ist ja ein Ablauf menschlichen Lebens. Nein, weil diese Fragen außerordentlich motivieren. Ich erinnere mich daran, ich war für den Umzug von Bonn nach Berlin, der Bundesregion des Parlaments, mit zuständig. Große, wirklich fantastische Überlegungen, wenn ich an den denke, der für den Energiekonzept des Bundes dafür zuständig war, Herr Remmling, hier aus dem Ministerium auch, war damals auch so etwas fast Exotisches. Was haben die? Ein Energieberater, das macht doch der Architekt gleich mit. Ja, macht er ja auch mit. Aber es muss einer sein, der die Augen darauf hat. Und gehen Sie heute mal in das Gebäude des Reichstags und sehen Sie sich da mal das Zukunftsenergiekonzept an, das vor diesen Zeiten dort gemacht worden ist. Gut, können Sie heute schon wieder weiterentwickeln. Das bestätigt das, was ich vorher gesagt habe. Nichts ist so offen, wenn dein Verstand offen bleibt und dein Wille fest ist. Wir wollen eine CO2-freie Zukunft. Und wenn wir die wollen, dann werden wir auch die Wege mitentwickeln können. Nicht nach dem Motto, dem Ingenieur ist nichts so schwer, sondern wir können auch uns selbst ein Stückchen mit weiterentwickeln. Es ist ja gut, dass hier die Effizienz so im Vordergrund steht. Aber manchmal sage ich so als kleine Fußnote doch schon dazu, und ich wage das wahrscheinlich deswegen, weil man so alt geworden ist, dass man nicht mehr in der politischen Verantwortung steht, aber das wäre zu negativ gesehen. Ich sage dazu, Effizienz zu denken ist wichtig. Resilienz zu denken, Widerstandsfähigkeit ist das Zweite, was gemacht wird. Und das Dritte, was wir auch wirklich immer und immer wieder stärker ansprechen müssen als bisher, ist Suffizienz. Denken Sie immer daran, unser Lebensstil hier in den hochentwickelten Ländern ist alles, nur nicht globalisierungsfähig. Wie gesagt, 8 Jahre in Afrika zeigt dir, da gibt es ganz andere Herausforderungen. Ja, wir gehen in eine Welt mit 8-9 Milliarden Menschen hinein. Sie werden nicht in Gebäuden leben können, die einen Energienachfrageüberschuss haben, sondern die einen Angebotüberschuss haben. Das ist globalisierungsfähig, ja geradezu globalisierungsnotwendig. Die Solarenergie war ein Beispiel dafür. Beim Wind ist das fast noch eklatanter und schneller gegangen. Und wir werden es auch bei der Erdwärme sehen. Wir werden es auch im Bereich der Wärmepumpen sehen, der Blockheizkraftwerke, der vielen, vielen kleineren technischen Bereiche, die durchaus groß sind in ihrer Wirkung. Das ist das Schöne an diesem Projekt. Es ist technologieoffen. Da hat nicht jemand gesagt, jetzt machen wir das so und dann ist die Sache ausgestanden. Dann hört das Denken auf. Nein, macht, wo immer jemand gute Ideen hat, diese Publik versucht sie hier einzubinden und zu erproben. Ich stehe ja hier in einem Haus, einem Energieplushaus, in dem vorher eine Familie gewohnt hat und im Zweifel demnächst wieder wohnen wird. Ich habe mir das auch ein bisschen angesehen, also ja, also alles so weit, dass man sagen kann, das ist nicht der Sparstandard. Das ist nicht die Klosterzelle. Das ist eine moderne Familienwohnung, die hier entstanden ist, mit einem Energieüberschuss. Dass man da auch etwas an Suffizienz denkt. Was machen wir denn nicht mehr? Das ist notwendig. Wir brauchen solche Techniken, die globalisierungsfähig sind. Wir brauchen solche Techniken, die fehlerfreundlich sind. Das heißt, dass man sie auch verändern, reparieren kann. Ich habe in meinem Leben zunehmend Besorgnisse dafür entwickelt, dass man
fehlerunfreundliche Techniken, die dann gleichzeitig mehr und mehr aus demokratischer Verantwortung herauswachsen, voranbringt. Also, das ist schon ein Lehrstück hier. Ein Lehrstück für dezidiertes, kluges Bauen, für ein Ziel, das man sich nimmt und das man umsetzt, für die Demonstration dieses Zieles nach außen, für die Einbindung von Menschen. Alles das ist prima. Das ist auch ein Hinweis darauf, wie wir in der Demokratie miteinander umgehen sollten. In Transparenz, in Respekt, in der Offenheit für andere technologische, aber auch Verhaltensänderungsmechanismen. Und wenn wir das hieraus lernen, dann sollten wir mehrere solche Pilotprojekte machen. Dann sollten wir immer wieder nicht nur Bücher schreiben, in dem was Gutes steht, sondern ein Haus bauen, dem man zeigt, wie auch 9 Milliarden Menschen auf dieser Erde glücklich und zufrieden leben können, ohne die Stabilität dieser Welt in Frage zu stellen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und vielen Dank für die wirklich motivierenden Anregungen, die Sie geben. Und Sie werden der Botschafter der Effizienzhaus Plus Linie werden, die wir brauchen. Was mich beeindruckt hat, auch in den Jahren vorher schon, sind Entscheidungen, die Sie getroffen haben, zum Beispiel den Energiebeauftragten, der ja heute immer noch aktiv ist. So etwas ist in anderen Ländern nicht zu finden. Das ist wirklich eine nachhaltige Entscheidung, die Sie da getroffen haben, die sehr, sehr, sehr gut ist. Dankeschön, Herr Professor Töpfer. Wir kommen jetzt zum fachlichen Schwerpunkt des Netzwerkstreffen. Die Initiative war während der gesamten 10-jährigen Laufzeit mit Begleitforschungsteams ausgestattet. Ergänzend zu den Erkenntnissen der Einzelforschungsteams hat diese Begleitforscher versucht, zu verdichten, zu verallgemeinern, entsprechend dann zu kommunizieren, was hat sich bewährt, wo sind Sachen nachzuarbeiten, wo besteht noch Entwicklungsbedarf. Die Begleitforschung wurde mit einem Team für technische und einem Team für zwei Teams für sozialwissenschaftliche Fragestellungen organisiert. Die technische Begleitforschung lag in den 10 Jahren beim Fraunhofer IBP. Dafür sind wir sehr dankbar, dass wir das machen dürfen. Und Sie hören jetzt von der Projektleiterin am IBP, meiner lieben Frau, beispielhaft 5 ausgewählte Erkenntnisse aus der technischen Perspektive. Danach hören wir dann 5 entsprechende aus der sozialwissenschaftlichen Erkenntnis. Heike, als Gruppenleiterin im Fraunhofer Institut für diesen Bereich, wird uns jetzt entsprechend durch diese Erkenntnisse führen. Ja, danke, Hans. Ja, 10 Erkenntnisse aus 10 Jahren, die hätten wir aus Sicht der technischen Begleitforschung auch gerne allein schon gefüllt. Aber um unsere Kollegen von der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung auch zu Wort kommen zu lassen, haben wir uns auf 5 begrenzt. Für uns 5 wichtige Erkenntnisse. Beginnen möchte ich gerne jetzt meinen Internetblick gefunden. Ja, mit dem Team, mit dem wir seit 10 Jahren eben hier tätig sind. Und hervorheben möchte ich da gerne die Hauptprojektbearbeiterin. Das war zunächst Antje Bergmann und ist derzeit Jessica Preuß. Aber auch die anderen Kollegen, die hier dargestellt sind, leisten wichtige Unterstützung für uns bei der Querauswertung des Projekts von den Planungs- und Monitoringdaten, bei dem Effizienzhaus Plus-Rechner zur Nachweismethode, bei den Netzwerktreffen, die wir veranstalten und anderen Öffentlichkeitsarbeiten und auch bei den Broschüren, die wir veröffentlichen dürfen. Zu den Erkenntnissen. Als erste Erkenntnis aus unserer Sicht ist eine eindeutige Definition wichtig für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Das Effizienzhaus Plus ist ein Plus-Energiegebäude. Der Term Plus-Energie ist aber als solcher nicht genau definiert. Er kann unterschiedliche Energieanteile beinhalten, die aus dem Gebäudeenergiegesetz, GEG, das ist Heizung, Trinkwarmwasser, Kühlung, Beleuchtung, Belüftung und Hilfsenergie. Es könnte aber auch nur Teile davon gemeint sein, zum Beispiel nur Heizung und Trinkwarmwasser. Man kann sie ergänzen mit dem Nutzerstrom und den Prozessenergien.
Die Bilanz kann über die Primärenergie gemacht werden oder die Endenergie. Es kann eine Jahresbilanz oder der Anspruch auf Autarkie des Gebäudes sein. Weitere Energieanteile wie Mobilität oder auch graue Energie, also die Herstellungsenergie, also die Energie für Herstellung, Instandhaltung und Entsorgung der Baukonstruktion und Anlagentechnik können darin sein und weiteres mehr. Im Effizienzhaus Plus des Bauministeriums ist das alles genau definiert. Es ist festgelegt, dass es sich um eine Jahresbilanz handelt mit der Bewertungsmethode der DIN V 18599, die ja auch vom Gebäudeenergiegesetz genutzt wird oder in Bezug genommen wird. Die Energieanteile aus dem Gebäudeenergiegesetz werden genutzt oder werden berücksichtigt, also die Heizung, die Warmwasserbereitung, die Lüftung inklusive Hilfsenergie. Und dazu kommt der Nutzerstrom. Der ist bei den Wohngebäuden, wie hier dargestellt, besteht er aus Beleuchtung und elektrischen Geräten. Das heißt, das Gebäudeenergiegesetz wird ergänzt um den Nutzerstrom. Die Vorgabe ist, dass der Jahresendenergiebedarf und der Jahresprimärenergiebedarf beide kleiner als null sein müssen. Und dieser Ausgleich oder sogar das Plus entsteht durch die auf dem Grundstück erzeugte Energie aus erneuerbaren Quellen. So können wir als Begleitforschung dann die Gebäude wirklich vergleichend auswerten und herausfinden, was hat gut funktioniert und was hat weniger gut funktioniert. Die zweite Erkenntnis ist, dass Effizienzhäuser Plus in der Betriebsphase klimaneutral sind. Wir haben zunächst für 37 Wohngebäudemodellvorhaben das Einsparpotenzial gegenüber der damaligen ENEF berechnet und kamen da für die 37 Gebäude auf ziemlich genau 1000 Tonnen CO2 pro Jahr. Für die Bildungsbauten, zu denen wir eine neue Broschüre im Jahr 2021 herausgebracht haben, 5 Jahre Bildungsgebäude im Effizienzhaus Plus Standard, haben wir je Gebäude einzeln ausgewiesen, wie die unterschiedlichen Klimabeiträge umgerechnet werden können. Für die Luise-Otto-Peter-Schule zum Beispiel haben wir berechnet, dass mit dem geplanten Energieüberschuss allein des Gebäudes 19 Tonnen CO2 im Jahr eingespart werden können. Für das Gymnasium Neutraubling ist es so, dass die CO2-Einsparung durch den Energieüberschuss der jährlichen CO2-Senke einer 19 Hektar großen Waldfläche entspricht. Und für das berufliche Schulzentrum in Mühldorf am Inn ist es so, dass das geplante energetische Plus der Berufsschule den durchschnittlichen CO2-Ausstoß für Nahrungsmittel von 18 Personen in Deutschland im Jahr kompensieren kann. Also die Effizienzhäuser Plus sind nicht nur in der Betriebsphase klimaneutral, sie sind in diesem Sinne auch Klimaverbesserer. Von was sprechen wir denn? Welches Niveau muss denn zum Beispiel die Gebäudehülle eines Effizienzhaus Plus erreichen? Ich habe Ihnen hier mitgebracht 2 Diagramme, links die Wohngebäude, rechts die Bildungsbauten und darin verglichen sind die U-Werte, also die Qualität der Gebäudehülle, und zwar als Vergleich zwischen dem Wert des Referenzgebäudes aus dem Gebäudeenergiegesetz in Gelb und dann das Wertespektrum der Effizienzhäuser Plus in Blau. Und wir sehen bei den Wohngebäuden, da ist das aufgeteilt in Dach, Wand, Fenster und Boden, dass wir die Werte aus dem GEC-Referenzgebäude unterschreiten, aber nicht allzu sehr. Also wir können sagen, wir sind hier im Bereich des KfW-BAFA-Effizienzhauses 55. Bei den Bildungsbauten rechts werden die U-Werte aufgeteilt in opake Bauteile, transparente Bauteile, da nochmal in Vorhangfassade und Lichtbänder. Und auch hier sehen wir wieder den Vergleich des GEC-Referenzgebäudes mit dem Wertespektrum der Effizienzhaus-Plus-Projekte. Hier sind die Abstände schon ein kleines bisschen größer. Das heißt, wir befinden uns hier eher im KfW-BAFA-Effizienzgebäude 40-Bereich. Insgesamt können wir sagen, dass die Gebäudehüllen hochwertig, aber nicht außergewöhnlich sind. Vorhin hatte ich gesagt, wir berücksichtigen beim Energieausgleich auch den Nutzerstrom. Von was reden wir jetzt hier? Hier auch wieder aufgestellt für Wohngebäude und die Bildungsbauten. Bei den Wohngebäuden ist der Ansatz in der Definition, dass hier 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr für Nutzerstrom angesetzt werden. Und wir haben das auch durch den Mittelwert der Messungen von den insgesamt 47 Wohngebäuden auch bestätigen können.
Wir haben auch herausgefunden, dass es keine Unterscheidung zwischen Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern benötigt. Die 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr passen auf beide Typarten. Vergleichen wir jetzt die Endenergie, die sich im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes ermitteln lässt, mit dem Nutzerstrom und setzen dabei die aus dem Gebäudeenergiegesetz zu 100%, sehen wir, dass nochmal 78% dazukommen für den Nutzerstrom. Bei den Bildungsbauten ist es so, dass in der Definition hier 10 bis 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr für Nutzerstrom angesetzt werden. Planer können das auch genauer nachweisen. Die beiden, die das bisher gemacht haben, die Planungsteams, kamen auf 14 bzw. 16 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr. Die Messungen bei den Bildungsbauten werden derzeit ausgewertet. Wir müssen hier aber auch die Pandemie berücksichtigen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass hier der Nutzerstrom nicht ganz den Planungsdaten entspricht, weil einfach die Gebäude auch nicht in diesem Sinne genauso genutzt wurden, wie sie angedacht sind. Vergleichen wir hier, was im Gebäudeenergiegesetz bilanziert wird, mit dem, was als Nutzerstrom noch dazukommt, sehen wir hier, dass der zusätzliche Anteil 39% ist im Mittel. Das liegt unter anderem auch daran, dass hier bei den Bildungsbauten die Beleuchtungsenergie in der Bilanzierung des Gebäudeenergiegesetzes enthalten ist. Bei den Wohngebäuden ist das im Bereich dann des Nutzerstroms anzusiedeln. Aber egal ob 39% oder 78%, das ist durchaus ein signifikanter Anteil, der hier nochmal dazukommt und der eben auch durch die erneuerbaren Energien beim Effizienzhaus Plus ausgeglichen wird. Der fünfte und damit schon letzte Erkenntnis, die wir hier zusammengestellt haben, da geht es auch um das, was Professor Töpfer angesprochen hat, die Technologieoffenheit. Sind das dann wirklich technologieoffene Energiekonzepte? Bei unserer Querauswertung haben wir herausgefunden, dass die Photovoltaik immer Bestandteil des Energiekonzeptes ist. Es gibt auch einige Gebäude mit Windenergie, aber die meisten erzeugen die erneuerbare Energien aus der Photovoltaik. Die meisten Energiekonzepte enthalten auch Wärmepumpen. Die können sowohl monovalent als auch bivalent sein. Das heißt, monovalent ist dann ausschließlich die Wärmeerzeugung über die Wärmepumpen. Bei bivalent ist es so, dass eine gemischte Wärmeerzeugung mit anderen Wärmeerzeugern noch stattfindet. Wir haben jedoch auch 4 Vorhaben ohne Wärmepumpen. Da erfolgt dann die Wärmeerzeugung beim ersten über Fernwärme, beim zweiten als direkt elektrisch und beim dritten über ein Biogas-BHKW in Kombination mit Solarthermie und beim letzten über Solarthermie mit Power-to-Heat, also direkte elektrische Einspeisung in einen saisonalen Speicher und damit dann die Beheizung. Das heißt, insgesamt können wir sagen, dass das Effizienzhaus Plus sehr wohl technologieoffen ist. Es beinhaltet aber auch Mainstream-Technologien. Das waren sie eigentlich auch schon, unsere 5 Erkenntnisse von der technischen Begleitforschung. Wenn Sie weitere Erkenntnisse erfahren möchten, dann lade ich Sie ein zur Effizienzhaus Plus Homepage, die hier angegeben ist. Dort finden Sie auch die beiden Broschüren jeweils zu den Wohngebäuden und zu den Bildungsbauten. Vielen Dank. Ja, wir danken schön für die Zusammenstellung der Erkenntnisse und deren Hintergründe. Wir schließen jetzt unmittelbar an mit Ausführungen aus der sozialwissenschaftlichen Teams. Es gab 2 Teams. Das erste Team, das Berliner Institut für Sozialforschung, hat sich über viele Jahre mit den Wohnungsbauprojekten auseinandergesetzt. Die Institutsleiterin, Frau Dr. Eva Schulze, gibt uns einen Einblick in dieses Themenfeld. Frau Schulze promovierte in Berlin Soziologie und übernahm dann die Leitung einer Forschungsgesellschaft, um später dann ihr eigenes Institut entsprechend zu gründen. Frau Schulze, wir sind gespannt auf Ihre Erkenntnisse. Vielen Dank, Herr Erhorn. Wir kommen jetzt zu meinem Vortrag Sozialwissenschaftliches Monitoring. Und was waren die Ziele des sozialwissenschaftlichen Monitorings? Das Zitat von Lenz, der als erster kleiner Junge im Effizienzhaus gewohnt hat, trifft den Kern des Pilotprojekts und unserer Forschung. Wir sind hier, um zu testen, ob man nur mit Sonnenenergie überleben kann.
beziehungsweise Autos aufladen kann und Fernsehen gucken und E-Gitarre spielen kann. Neben dem technischen Monitoring wurde sowohl im Pilotprojekt Effizienzhaus Plus mit Elektromobilität als auch im Effizienzhaus Plus Netzwerk ein sozialwissenschaftliches Monitoring durchgeführt. Wir haben alle 35 Bauherren vor und nach Einzug in ihr Effizienzhaus Plus befragt und auch alle Mieter einbezogen. Mit Fragebögen und qualitativen Interviews jeweils vor Ort haben wir die Motive, Befürchtungen und Erfahrungen der Bewohnerinnen erhoben. Es ging uns vor allem darum, die Alltagstauglichkeit und die Nutzerfreundlichkeit der Gebäudekonzepte aus der Sicht der Bewohnerinnen zu überprüfen. Im Fokus des sozialwissenschaftlichen Monitorings standen auch Fragen nach der Zufriedenheit mit dem Raumklima und der Gebäudetechnik. Das Berliner Pilotprojekt ist die erste sozialwissenschaftliche Längsschnittstudie, die zum Leben im Effizienzhaus Plus durchgeführt wurde. Wir haben sowohl das Gebäude als auch die Elektromobilität in zwei Durchläufen unter den realen Bedingungen eines Familienlebens einem Alltagstest unterzogen. Ab Februar 2012 wurde das Effizienzhaus Plus mit Elektromobilität hier in der Fasanenstraße von der vierköpfigen Familie Welke-Wichers für eine Dauer von 15 Monaten und ab Mai 2014 von der Familie Brenner-Heinzelmann mit ihren beiden Kindern bewohnt und bewertet. Was sind nun die Ergebnisse? Die Motive, in ein Effizienzhaus Plus Standard zu ziehen, sind vielfältig. Im Vordergrund stehen für über 90% der Befragten die Gründe, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und Energie sparen zu wollen. Gefolgt von dem Wunsch, von der Energieversorgung unabhängig zu sein, aber auch die Faszination zu der eingebauten Technik ist für 2/3 groß. Statusorientierte Merkmale, Motive, wie wollte mit dem technischen Neuesten leben oder wollte etwas haben, was sonst kaum jemand hat, spielen nur eine untergeordnete Rolle. Was waren die Erwartungen und Befürchtungen? Knapp die Hälfte erwartete einen sinkenden Energieverbrauch und eine reibungslos funktionierende Technik. Ganz viele gingen davon aus, dass sie stolz auf ihr Haus sein würden und Freunde sich dazu anregen lassen, ein ähnliches Haus zu bauen. Bei den Befürchtungen haben über die Hälfte Angst, dass die Technik störempfindlich sein könnte und man keine kompetenten Handwerker zur Behebung der Störungen finden könnte. Aber die Befragten äußern sich insgesamt sehr zufrieden. Die Erwartungen an einen sinkenden Energieverbrauch haben sich erfüllt und die Befürchtungen haben sich überwiegend nicht erfüllt. Die Zufriedenheit mit dem Raumklima ist hoch. Die Steuerung der Haustechnik via Touchpanel und Smartphone wurden als einfach zu bedienen und effizient funktionierend beschrieben. Vor allem die aktuellen Informationen zum eigenen Energieverbrauch wurden als hilfreich für das eigene Verhalten eingeschätzt. Die meisten Bewohnerinnen gehen dadurch sparsamer mit Energie um. Als Fazit lässt sich festhalten, dass beide Familien sowohl mit der Technik im Haus als auch der Elektromobilität gut zurechtgekommen sind und sich im Effizienzhaus wohlgefühlt haben. Die Ergebnisse aus dem Netzwerk, das heißt den 35 Bauherren und den Mietern, zeigen das gleiche Bild. Der wissenschaftliche Nachweis, dass es sich um ein Effizienzhaus Plus komfortabel wohnen und leben lässt, ist das wesentliche Ergebnis. Das Gebäudekonzept ist alltagstauglich. Das Wohnen in einem Effizienzhaus schont Umweltressourcen und vermittelt einen hohen Wohnstandard sowie ein gutes Wohngefühl. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Einblick in die Wohnforschung und ging direkt über zu dem nächsten Vortrag. Ich mache noch aufmerksam, die Fragen kommen ab und zu bei Ihnen reingesprungen. Achten Sie bitte darauf, dass, wenn Sie Punkte haben wollen. Seit 2020 gibt es ein Team für die sozial- und kommunikationswissenschaftliche Begleitung der Bildungsbauten in der Initiative. Mitbegründer und Geschäftsführer Thomas Quast und sein Partner Markus Gabriel vom COMX-Institut betreuen seit einem Jahr verantwortlich die sozialwissenschaftliche Evaluierung der 7 Effizienzhäuser plus Bildungsbauten. Sie sind spezialisiert auf sozialwissenschaftliche Forschung und Evaluierung rund um Information und Kommunikation. Wir freuen uns auf Ihre ersten Erkenntnisse aus dem Vorhaben. Guten Tag und vielen Dank für die einleitenden Worte von Herrn Erhorn. Wir freuen uns hier auf dem 20. Netzwerktreffen der Initiative Effizienzhaus Plus zu Ihrem 10-jährigen Bestehen vertreten zu sein. Durch unsere Evaluation der Deutschlandtour des BMVBS Plus Energiehauses, dem Prototyp der Initiative Effizienzhaus Plus, sind wir so der Initiative selbst auch schon 10 Jahre verbunden. Kommen wir nun zum ersten Kernergebnis aus der Evaluation der Bildungsbauten. Die Kommunen, vor allem auch die Nutzenden der Effizienzhaus Plus Bildungsbauten, identifizieren sich mit den Gebäuden und kommunizieren auch mit einem gewissen Stolz auf ihren Vorzeigebau nach innen und außen, etwa auf Homepages oder auch im Unterricht. Rechts sieht man ein Beispiel von der Homepage des Gymnasiums Neutraubling, wo das Gebäude und sein neuer Standard in ein Energie-Umwelträtsel eingebunden wird. Diese Identifikation ist aber lange keine Selbstverständlichkeit, denn anders als bei Wohngebäuden haben wir eine andere Situation. Dort sind oft Nutzende zugleich auch Bauherrin und auch Mieter treffen ihre Entscheidung für die Mieten selbst und bleiben dann ihren Wohnungen länger und enger verbunden. Das ist bei öffentlichen Gebäuden nicht so. Da sind die Rollen zwischen Bauherrinnen und Nutzenden getrennt und es gibt kaum Entscheidungsspielräume. Gegenüber den Bauherrn-Nutzenden entfällt vor allem aber auch der unmittelbare, nicht nur ideelle Gewinn. Planungsgemäßes Funktionieren des Hauses inklusive des Einspeiererlebens wird so nicht per se freudig als nachträgliche Entscheidungsbestätigung erlebt und quasi aktiv beobachtet, wie man es sicherlich von Bauherrinnen kennt aus dem privaten Bereich, die dann Einsparpotenziale stolz auf ihrem Smartphone präsentieren. Stattdessen ist es sogar wahrscheinlicher, dass Gebäude eher über tatsächliches oder vermeintliches Nicht-Funktionieren oder Probleme spürbar und wahrnehmbar werden. Zudem sinkt auch die Bereitschaft, Probleme auch durch Verhaltensumstellung selbst zu lösen oder tolerieren im Sinne eines Nachkaufdissonanzabbaus. Stolz, Identifikation, ja bereits die Bereitschaft, die Gebäude in ihrer Besonderheit überhaupt wahrzunehmen, sind also eher intrinsisch motiviert und sollten so bzw. müssen immer aktiv kommunikativ gestützt und befördert werden. Insbesondere die am Programm teilnehmenden Gymnasien setzen bereits eine Vielzahl von Umwelt- und Nachhaltigkeitsaktivitäten um. Schülerinnen und Schüler werden Energiemanager, betrachten die Gebäude genauer in einem speziellen Seminar zum Thema Bauphysik oder recherchieren zum Plusstandard für ihre eigene Schülerzeitung. All diese Aktivitäten und Angebote befördern und erweitern letztlich die Schulkommunikation zum Effizienzhaus Plus und erhöhen so die Identifikation mit dem Gebäude. Entscheidend bleibt aber weiterhin das Engagement einzelner Personen. Gerade motivierte Schulleitungen und Lehrkräfte verbinden hier fachliches Interesse mit persönlicher Überzeugung. Wir haben mit vielen Personen gesprochen, die trotz enormer Zusatzbelastungen durch Corona ihre neuen oder sanierten Gebäude im Kontext Energieeffizienz bereits thematisiert haben oder das für die nächsten Monate planen. Unser Eindruck dabei ist, dass unsere sozialwissenschaftliche Begleitforschung und das damit verbundene Interesse diese oft quasi ehrenamtlichen Aktivitäten noch zusätzlich bestärkt. Interessant ist, dass Lehrkräfte dabei nicht nur das neue Energiekonzept als interessantes pädagogisches Material begreifen, sondern auch unsere sozialwissenschaftliche Begleitforschung selbst. Letztendlich zeigt dies aber auch die Wichtigkeit der Wertschätzung eines solchen Engagements einerseits von innen über die Schulleitung, wie auch von außen durch die Beteiligung an einem Bundesprogramm mit Vorbildfunktion. Gerade in diesem Schuljahr, in dem weitgehend wieder in Präsenz unterrichtet wird, zeigt sich zudem die große Bedeutung der unmittelbaren Wahrnehmung der neuen Gebäudetechnik. Bei den Schulen sind dies vor allen Dingen die nach außen gerichteten Websites, aber auch sichtbare Elemente wie Solaranlagen oder digitale Verbrauchssparanzeigen, die entscheidend sind für die Wahrnehmung und damit auch für die Akzeptanz der neuen Gebäude.
Bei den Fachhochschulgebäuden ist dies hingegen schon über die Forschungs- und Lehrausrichtung ein Stück weit gegeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, wir danken Ihnen für den Einblick in die sozialwissenschaftliche Begleitforschung der Bildungsbauten. Da zeigt sich für mich eine hohe Zufriedenheit und Identifikation mit den gebauten Beispielen. Und es zeigt sich damit auch, wie wichtig es ist, dass man solche gebauten Beispiele hat. Ich habe mir erlaubt, diese 10 Punkte aus den 3 Präsentationen hier gegenüberzustellen. Und man sieht, das ist doch eine sehr positiv anmutende Zusammenstellung von Ergebnissen, die in der Begleitforschung erforscht werden können. Wir kommen zum nächsten Block. Der nächste Block ist gewidmet den Erfahrungsberichten und Visionen verschiedener Big Players in dem Netzwerk Effizienzhaus Plus. Die Netzwerker, die wir gewinnen konnten für unsere jetzige Veranstaltung, sind seit Beginn mit viel Engagement in der Entwicklung dieses Netzwerkes aktiv. Und ergänzt wird dies durch Einschätzungen aus der Sicht der EU zum Schluss und auch von japanischen Kollegen, die entsprechend auch das Auge auf die Entwicklungen in Deutschland werfen und dazu ein wenig ausführen. Als ersten Sprecher dieses Blockes, nachgefragt im Netzwerk und darüber hinaus, darf ich Herrn Professor Werner Sobeck begrüßen. Herr Professor Sobeck, wie gesagt, hat häufig uns schon seine Empfehlungen angetragen und ich bin sehr, sehr gespannt, was Herr Professor Sobeck uns als neue Motivation und Information geben wird. Herr Sobeck ist an der Universität Stuttgart aktiv gewesen und immer noch aktiv, hat den Lehrstuhl von Frei Otto und den Lehrstuhl von Jörg Schleich im Laufe der Jahre übernommen und vereint und ihm wurde dann ein interdisziplinäres Institut, das ILEK, gegründet und an die Hand gereicht. Daneben ist er ja der Gründer eines großen Unternehmens mit über 350 Mitarbeitern. Und ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören, wie es was in der nächsten Dekade aus Ihrer Sicht passieren wird. Vielen Dank, Herr Erhorn und liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe gerne zugesagt, heute über das Effizienzhaus Plus und die Frage, wie könnte es weitergehen, zu sprechen. Ich habe, um ganz sicher zu sein, dass die Elektronik mir keinen Streich spielt, die Regie gebeten, auf meine Bitte hin immer weiter zu klicken. Und auf der Folie jetzt sehen Sie, ich habe den Titel geändert. Früher hieß es Effizienzhaus Plus, gebaute CO2 senken und mehr. Ich sage lieber, wie weiter in die nächste Dekade, weil der Begriff mit den CO2 senken mir nicht so richtig behagt. Ich werde im Laufe meiner kurzen Ausführungen auch gleich sagen, warum. In der nächsten Folie sehen wir dieses von mir entworfene Effizienzhaus Plus in der Fasanenstraße. Das war vor 10 Jahren zu seiner Zeit eine große Sensation und ich bin sehr glücklich gewesen, dass wir den Wettbewerb gewonnen haben und dort eine Reihe von Überlegungen, die ich schon Jahre vorher begonnen hatte anzustellen, umzusetzen. Ja, diese Überlegungen lassen sich, wenn wir die soziokulturellen Aspekte hier der Kürze wegen nicht betrachten und nur auf die technischen fokussieren, vielleicht in 3 Gruppen fassen. Die erste Gruppe ist ein sparsamer Materialeinsatz. Ich war der Ordinarius für Leichtbau 25 Jahre, also fast schon selbstredend. Aber dann etwas, was mich viele Jahre schon beschäftigt hatte, eine recyclinggerechte Bauweise, sodass das, was wir hier tun, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn kommende Generationen dieses Haus nicht mehr lieben sollten, dass es dann mit Anstand und Würde von der Oberfläche verschwinden kann und als Sekundärbaustoffe zu neuen Bauten genutzt werden kann. Dann ein zweiter Aspekt, das Haus muss natürlich einen extrem niedrigen Energieverbrauch haben und es muss einen hohen eigenen Beitrag zur Bereitstellung von Energie leisten. In unserem Fall ist das Dach und die Südseite mit PV-Elementen bestückt. Es muss, das war damals neu, Energie speichern mit rezyklierten Autobatterien und schauen Sie auf das Dach, das Haus hat keinen Schornstein. Eine ganz wichtige Forderung meinerseits schon damals, dass wir keine Treibhausgasemissionen in der Nutzungsphase zulassen, also Häuser ohne Schornstein.
Und weil so ein Haus ein kleines Kraftwerk ist und häufig überschüssige Energie hat, können wir die hier ins Netz speisen oder zum ersten Mal in der Welt kommuniziert das Haus mit dem Auto, was da vorne steht, dieses Elektroautochen, und speist überschüssigen Strom in das Elektroauto ein. Zum damaligen Zeitpunkt war es seitens der Automobilindustrie leider noch nicht gewünscht, dass auch das Elektroauto in das Haus Strom einspeist, dass wir also eine Art externen Stromspeicher haben. Heute wissen wir, ist das möglich, 10 Jahre später. Damals konnte ich es nicht durchsetzen. Die nächste Folie zeigt in Form sogenannter Aufzählungspunkte das, was ich soeben gesagt hatte, das, was wesentlich war. Und nachdem das Haus ein großer Erfolg war und ich aus heutiger Position eigentlich nichts anderes mehr machen würde, als ich es damals entworfen habe, vielleicht bis auf die Anordnung der Waschmaschinen hinter dem Fenster im Eingangsbereich, sind wir natürlich weitergegangen. Dann haben wir gesagt, okay, das beherrschen wir jetzt und wo wäre der nächste Schritt? Und den nächsten Schritt sehen Sie hier. Das ist ein Haus, was wir 4 Jahre auf der nächsten Folie bitte, 4 Jahre später gemacht haben, in Stuttgart. Wieder Größenordnung kleines Einfamilienhaus, nicht weil ich die Einfamilienhäuser favorisiere, sondern weil wir dort eben mit einem überschaubaren monetären Risiko technisches Neuland beschreiten können. Ein Gebäude wieder ohne Schornstein, also emissionsfrei in der Nutzungsphase, mit einer Energieproduktion rein photovoltaisch, Hochleistungsanlage von mehr als 100% Überschuss. Und das bedeutet, dass dieses Haus nicht nur sein Elektroauto füttert, mit dem es kommuniziert, sondern zum ersten Mal in der Welt ein 90 Jahre altes Gebäude in der Nachbarschaft, denkmalgeschützt, eine unglaubliche Energiesenke. Wir haben uns damit allerdings noch nicht begnügt und haben gesagt, nächste Folie. Das, was hier besonders ist, nämlich die Bereitstellung von 100% Überschussenergie und mehr, unter anderem durch eine Eistanktechnologie und die Kommunikation mit Auto und dem Nachbargebäude, das ist eigentlich schon fast die Grenze dessen, was wir erreichen können. Aber was die verwendeten Materialien betraf, waren wir hier immer noch ein bisschen konservativ. Natürlich haben wir recyclinggerecht gebaut, aber mit Primärbaustoffen. Und ich sagte dann zu meinem Team, lass uns versuchen, ein Gebäude zu errichten, das weitestgehend aus Rezyklaten besteht. Das nächste Bild zeigt uns dieses Gebäude. In der Bildmitte sehen Sie so ein hell erleuchtetes, schlittenartiges Gebäude oder quaderförmig mit einer kunterbunten Fassade eingerahmt. Das ist das Haus UMA. Es handelt sich um das größte Forschungsvorhaben der Schweiz. Mit über 100 Millionen Schweizer Franken wurde das Bauen für die Zukunft ausgelotet anhand von 12 prototypischen Gebäuden, die auf diesen 3 großen auskragenden Betonplattformen stehen. Und ich war der einzige Nicht-Schweizer Architekt, der dieses Gebäude machen konnte, das sich mit dem Einsatz von Rezyklaten beschäftigt. Das nächste Bild hier. Also alles, was wir bisher gemacht hatten, das sahen wir als beherrscht an und haben uns hier wirklich nur auf das Bauen mit Rezyklaten fokussiert. Natürlich hat das Gebäude auch einen niedrigen Energieverbrauch. Das ist ja klar. Und natürlich haben wir auch einen sparsamen Materialeinsatz propagiert. Aber was bedeutet Bauen mit Rezyklaten? Manche denken, im nächsten Bild sieht man es, das hat etwas zu tun mit Bauen mit Abfall und ist vielleicht irgendwie nicht so angenehm oder nicht so edel. Das Gegenteil ist der Fall. Das Bauen mit Rezyklaten heißt ja wiederverwenden. Auf der rechten Seite sehen Sie des Bildes eine Türklinke, die war früher in einer Bank in Brüssel. Das ist eine aus Bronze gefertigte Türklinke unendlicher Qualität, die Sie sicherlich heute für 1.000 Euro und mehr einkaufen müssten. Und wir haben diese Türklinken geleast. Es ist also ein Wiederverwenden, keine Auflösung der geometrischen oder stofflichen Beschaffenheit. Wohingegen das Bild in der Mitte, das waren früher Gemüse- und Fleischschneidebrettchen in der Hotelküchenindustrie. Die sind dort alle weiß durchsichtig, die wurden geschreddert am Ende ihrer Nutzungszeit und mit blauen PET-Flaschen, Deckeln ebenfalls geschreddert, vermischt, bei 60 bis 70 Grad teigig erwärmt und dann in große Formen gepresst und nach dem
abkühlen, einzelne Scheiben geschnitten. Das ist die Badinnenauskleidung. Absolut hygienisch, hochwertige Sanitärausstattung und sieht natürlich auch wunderbar aus. Das geschah mit Auflösung der stofflichen und der geometrischen Beschaffenheit, also eine Wiederverwertung. So wie wir es auf dem linken Bild auch sehen, sowohl die seitlichen Elemente der freistehenden Küche, die aus Betonrezyklaten bestehen, als die Ziegelwand dahinter, die aus erneut zusammengesetzten Ziegelrezyklaten besteht. Alles in diesem Gebäude, 80% sind Rezyklate. Und wie Forschungsarbeiten der Universität Cornell ergaben, ist dieses Gebäude zu ungefähr 96% rezyklierbar. Und damit hatten wir auch dieses Ziel erreicht. Auf dem nächsten Bild stelle ich dann die Frage, wie weiter? Und ich fokussiere jenseits der soziokulturellen, sehr, sehr wichtigen Aspekte, aber wie gesagt, Zeitgründe auf das Technische und sage, was müssen wir im Materialbereich noch tun? Neben sparsam und recyclinggerecht müssen wir abfallminimal bauen, also verschnittminimal, damit wir die wertvollen Rohstoffe nicht schon während der Herstellung zu erheblichen Prozentsätzen in Abfall überführen. Im Bereich der Energie habe ich ein bisschen progressiv hingeschrieben, der niedrige Energieverbrauch ist eine Forderung, die eigentlich bald entfallen kann. Was wichtig ist, ist die eigene Bereitstellung von Energie, um etwas zu schließen, was ich als Stromlücke bezeichne. Wir kommen gleich drauf. Und im Bereich der Emissionen müssen wir eine deutliche Veränderung unserer Stoßrichtung, planerischen Stoßrichtung, konstatieren und einleiten, nämlich dass wir nicht nur so, wie ich es gemacht habe und wie es sehr häufig belächelt wurde, auf einen Schornstein verzichte, also keine Emissionen in der Nutzungsphase habe, sondern dass wir über die gesamten Lebenszyklus, ein ziemlich ungeschickt gewähltes Wort für die Existenzzeit eines Gebäudes, auf die Emission von Treibhausgasen verzichten. Also in der Herstellphase von Materialien, Komponenten und dem Bauwerk selber, was bei einem heute neu errichteten Bauwerk ungefähr 50% aller Emissionen sind, der Nutzungsphase, heute auf 50 Jahre bezogen vielleicht 40%, und der Rück- und Abbauphase ungefähr 10% heute. Völlig unterschätzt von den meisten Wissenschaftlern, die hier denken, das ist eine Quantité negligible, das ist es aber eben genau nicht. Wir müssen uns eins klar machen. Die Erderwärmung hat nichts mit dem Energieverbrauch zu tun. Die Erderwärmung ist das Ergebnis von Treibhausgasemissionen. Die sind teilweise bedingt durch die Bereitstellung von Energie. Aber wenn wir die Bereitstellung von Energie auf andere Art und Weise als auf die Verbrennung von gewissen Stoffen, nicht nur Fossilien, sondern eben auch beispielsweise Pellets basieren, dann haben wir eigentlich kein Energieproblem. Aber wir haben nach wie vor ein Emissionsproblem bei allen anderen Tätigkeiten wie dem Herstellen der Stoffe und deren Transport. Lassen Sie mich die nächste Folie aufrufen. Wir laufen ja auch immer wieder hier, ich habe sie mit Grün 1 gekennzeichnet, in das Problem, dass die Forderung nach Energieeffizienz in der Nutzungsphase im Konflikt steht mit der Forderung nach Emissionseffizienz. Also häufig genug stellt sich doch heraus, dass die Energieeffizienzsteigerung durch gewisse bauliche Maßnahmen selbstverständlich erstens unter Umständen den Rück- und Abbau von baulichen Teilen und zweitens den Anbau von neuen baulichen Teilen, die ja allesamt mit einer Emissionstätigkeit einhergehen in ihrer Produktion, in ihrem Antransport, in ihrer Montage, dass diese Bilanz negativ ausfällt, sodass man sagen kann, also dann lassen wir es besser so, wie es ist. Weil bevor wir hier sonderlich viel emittieren, und zwar jetzt und für alle Ewigkeit, CO2 hat eine atmosphärische Aufenthaltsdauer von 800 Jahren und mehr, ist es vielleicht sinnvoller, die Art der Bereitstellung von Energie zu diskutieren. Und das Zweite, die nächste Folie bitte. Und jetzt sind wir in diesem Spagat zwischen der Forderung nach Energieeffizienz und der Forderung nach Emissionsreduktion. Wir haben eben insbesondere in Deutschland vielfache Ausstiegsszenarien im Energiebereich diskutiert und in Gesetzesform überführt.
Denken Sie nur an die Nuklearenergie, an die kohlebasierte Energie, Braunkohle und. Ich kenne aber kein einziges Einstiegsszenario und auch kein einziges Einstiegsszenario, das in Gesetzesform gegossen wird, dass die Lücke, die in der Stromversorgung entstehen wird, schließt. Nächste Folie zeigt uns, dass wir natürlich, wenn wir es schaffen, diese Lücke zu schließen, meinem Ideal der Stadt unter technischen Gesichtspunkten, nämlich der elektrischen Stadt, entgegenstreben. Das heißt, eine Stadt, die ihre gesamte Energiebereitstellung lokal und regional und nicht auf der Basis von Verbrennungsprozessen tätigt, das heißt, eine Stadt mit sauberer Luft. Wenn die Mobilität diesem Ideal folgt, dann können Sie in so einer Stadt nicht nur bei offenem Fenster in der Stille, sondern auch tiefatmend leben. Aber dazu müssen wir die Stromlücke schließen, also diese Spalte zwischen den Ausstiegsszenarien und den nie gesehenen Einstiegsszenarien. Die nächste Folie, dann komme ich schon zum letzten Kapitel, zeigt uns etwas, was die meisten wissen und doch die meisten überrascht. Dieses erste Gesetz zur Änderung des Bundesklimaschutzgesetzes mit Wirksamkeit von August diesen Jahres sagt nichts anderes, als dass wir gegenüber 1990 eine 65-prozentige pauschale Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2030, also in den uns noch verbleibenden 9 Jahren, weil eins haben wir quasi schon vermasselt und verschlafen oder verplappert, fordert. Oder mit Bezug auf 2020, das ist immer sehr wichtig bei diesen Prozentangaben, da sind es noch 45% Reduktion. Der Sektor Gebäude muss dabei 57% gegenüber 2020 leisten. Das ist nicht leistbar, wenn Sie daran denken, das dadurch zu erledigen, dass Sie Heizölbrenner und Kohleöfen und Pelletöfen und ähnliche mit emissionsbehaftete Wärmeerzeuger aus den Kellern entfernen, weil es in Gesamtdeutschland nicht genügend Installationsbetriebe gibt, um diese Leistung zu erbringen. Das heißt, von den mehr als 1 Million Heizanlagen, die pro Jahr ausgebaut werden müssten, schaffen wir vielleicht 600.000, 700.000. Dann können Sie aber auch nichts anderes machen, nicht mal einen tropfenden Wasserhahn reparieren. Das heißt, wir brauchen hier ein ganzes Satz, ein Set von Werkzeugen, um das Ziel zu erreichen, wie beispielsweise eine auf elektronischer Basis stattfindende Optimierung der gesamten Heizprozesse. Die nächste Folie, die können wir überspringen. Der Sektor Gebäude umfasst ja nur Raumwärme, Warmwasseraufbereitung und Beleuchtung, also alles, was in der Nutzungsphase stattfindet. Und hier müssen wir die Emissionen um 57% reduzieren mit den soeben gemachten Randbedingungen. Der Sektor Gebäude in dieser Definition hat aber nichts zu tun mit den Gebäuden und Infrastrukturbaumaßnahmen in toto, weil da müssen wir noch die Herstellung der Materialien, denken Sie an die Gewinnung von Kupfer in Chile oder in Zentralafrika, denken Sie an die Gewinnung von Eisenerzen, der Erschmelzung zu Eisen und Stahl und dem ganzen Transport etc. Das müssen Sie alles noch dazu tun. Nächste Folie sagt uns, dass diese unglaublich großen Mengen an Emissionen, die ja heute versteckt sind in diesen Sektoren Energiewirtschaft, Mobilität, Industrie und so weiter, also gar nicht als baurelevante Emissionen identifiziert werden, die werden natürlich langsam ans Licht gezerrt werden, wissenschaftlich in den kommenden Jahren, weil die Verantwortlichen für die Sektoren Energiewirtschaft, Mobilität ja gar nicht in der Lage sind, ihre Sollreduktionen zu erreichen, wenn sie nicht auch die baurelevanten Aspekte angreifen. Dann wird man auf einmal feststellen, dass sie das Bauwesen ziemlich klug in diesen anderen Sektoren quasi hinter dem Vorhang versteckt hält. Das aber, wenn man es hinter diesen Vorhängen hervorzieht, die brutale Wirklichkeit lautet, entweder wir ändern unsere Technologie des Bauens, oder wir bauen in 9 Jahren nur noch ein Drittel dessen, was wir heute bauen. Weil wir ja eine Kontingentierung der CO2-Emissionen und anderer Treibhausgasemissionen haben.
Und jetzt sitzt der Schreck natürlich tief. Aber das ist die Aufgabe. Und daran darf man nicht verzweifeln, sondern den müssen wir progressiv, gesamtgesellschaftlich, aber auch wissenschaftskoordiniert insbesondere annehmen. Das nächste Bild, die nächste Folie ist dann auch schon die letzte. Und die gibt auf der technischen Seite die großen Ziele vor. Im Bereich Material habe ich sie schon genannt, im Bereich Energie ein Bauen mit lokaler Energieerzeugung und lokalem Energiemanagement. Es wird gar nicht möglich sein, die Energiemengen, die wir durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Pellets zur Erzeugung von Wärme heute bereitstellen, durch Nordseestrom und andere Dinge bereitzustellen. So viele Leitungen kann man überhaupt nicht in der Kürze der Zeit bauen. Das heißt, wir müssen auf den Ausbau von großen Leitungsnetzen verzichten. Und das bedeutet nichts anderes als die lokale Bereitstellung und das lokale Management. Management deckt insbesondere den relativ vordergründige Kritik ab. Man könne ja Solarenergie nur am Tag gewinnen und hätte deshalb nachts ein kaltes Haus. Das ist natürlich dummes Zeug. Und bei den Emissionen eine deutliche Blickfelderweiterung. Kollege Fisch, der nach mir sprechen wird, wird mit Sicherheit in die gleiche Kerbe schlagen. Wir haben ein Emissionsproblem und diese Emissionen im Bauwesen, welches die dominierende Quantität aller Sektoren sind, nämlich nahezu 50%, setzt sich natürlich zusammen aus 28% Emissionen in der Nutzungsphase, aber eben auch aus 22-25% von treibhauswirksamen Emissionen, wie wir sie bereitstellen oder tätigen durch die Bereitstellung der Werkstoffe bis hin zum Abbau und Abtransport der Häuser und deren Rezyklierung. Also große Ziele, die leistbar sind, aber die eine gemeinsame Anstrengung bedürfen und die, so denke ich, den Gedanken des Effizienzhaus Plus dahingehend erweitern, dass sie es für die weitere Zukunft zukunftsfähig machen. Vielen Dank. Ja, wir danken Ihnen. Okay, genau. Wir danken Ihnen, Herr Professor Sobeck, dafür, dass Sie wie gewohnt spannend und motivierend die großen Herausforderungen in den Raum stellen. Und das müssen wir sacken lassen und ja, viel dran arbeiten. Vielen Dank nochmal. Wir kommen jetzt zum nächsten Big Player in dieser Initiative, Professor Manfred Norbert Fisch. Und da habe ich gerade gehört, da haben wir eine Herausforderung. Herr Fisch hat sich für den Winter zum Sommer gemacht und ist nach Südafrika gereist. Und wir haben eine schwache Verbindung und von daher werden wir telefonisch Herrn Fisch zuschalten und von hier aus dann die entsprechenden Beiträge dann weiterschalten. Herr Fisch ist lange Jahre in Braunschweig als Institutsleiter tätig gewesen, war Mitbegründer von diversen Initiativen im Bereich der Steinbeis-Stiftungen und hat ein Ingenieurbüro gegründet in Stuttgart. Ich will gar nicht weiter ausführen, sondern bin gespannt auf die Ausführungen von Norbert Fisch. So, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr hört mich. Kann man mich hören? Super. Ja, das Gebäude als Kraftwerk und Tankstelle. Eine Vision, nächste Folie, die ich 2005 beim Sabbatical an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, die mir da gekommen ist, zusammen mit Kollegen Volker Hartkopf. Und nächste Folie, diese Vision, das Gebäude als Kraftwerk, wurde ja dann in den nächsten Jahren Realität. Wir haben mit den Einfamilienhäuschen begonnen, haben Reihenhäuser umgesetzt, sind dann in die Mehrfamilienhäuser weiterentwickelt, Schulen und daher eben bis zu nahezu ganzen Quartieren. Im nächsten Bild sieht man diese These, die mich seit 40 Jahren eigentlich, seitdem ich sozusagen glaube an die Sonne und wir hatten es schwer in den ersten Jahrzehnten, begleitet hat, war einfach dieser Satz, die Optimierung, die wirtschaftliche durch Reduzierung des Energiebedarfs und effiziente Nutzung erneuerbarer. Das war eigentlich immer mein Leitmotiv, weil es ging mir nie um die Frage, die einen haben nur gedämmt und haben nur die Reduzierung im Kopf gehabt und die anderen
waren mehr an dem Punkt, doch die Erneuerbaren auf die Straßen zu bringen. Aber es geht nur eigentlich gemeinsam. Und das war dieser Satz. Und mir gefällt sehr gut, dass die Bauministerkonferenz im November 2021 den Satz so ähnlich übernommen hat. Und das ist eine Genugtuung, weil man nach so vielen Jahren an diesem Thema gearbeitet hat, dass doch inzwischen jetzt auch die Politik in diese Richtung eben als mehr ganzheitlich als nur die eine oder die andere Richtung. Nächstes Bild bitte. Alles, was wir so in den Projekten gelernt haben und was wir weitergeben wollten für die praktische Planung, ist in diesem 2016 dieses Heft geschrieben, in dem so roundabout 40 Empfehlungen für die praktische Umsetzung und vor allen Dingen für die Planer niedergeschrieben ist. Da kann man alles nachlesen, wie man es vielleicht machen sollte. Und es ist ja alles einfach und um Gottes Willen nichts Kompliziertes, ein Effizienzhaus Plus zu planen und umzusetzen. Im nächsten Bild, bitte. Es war dann eine BMWI-Studie eigentlich, in der wir gefragt wurden, ja, klimaneutral mit welchen Technologien? Weil es geht ja immer nach dem Thema Technologie offen auf der einen Seite, aber wenn man ein klimaneutrales Gebäude bauen will, und das ist ja ein Energie-Plus-Gebäude, dann war immer die Frage, wo hat die Solarthermie noch die Zukunft? Die PV hatte inzwischen unglaubliche, Herr Töpfer hat es ja auch gesagt, unglaubliche Fortschritte gemacht. Und für uns war in dieser Studie die klare Frage, wird die Klimaneutralität, und zwar auch was Effizienzhaus Plus betrifft, inklusive des Nutzerstroms, noch nicht die grauen Emissionen, die gerade auch Kollege Sobeck beschrieben hat, mit einbezogen, sondern der Betrieb des Gebäudes plus der Nutzerstrom. Und diesen Vergleich haben wir damals in einer Untersuchung fürs BMWi gemacht. Und ich will hier nicht auf die einzelnen Zahlen eingehen. Es wurde also verglichen Solarthermie, PV und Gaskessel und PV und Wärmepumpe. PV ist immer dabei, weil eben der Nutzerstrom auch zu decken ist bei dem Ansatz. Und wenn Sie im nächsten Bild, ist eigentlich war das Ergebnis damals, ich komme eigentlich aus der Solarthermie, aus den 90er Jahren, die großen saisonalen Speicher und Quartiere gebaut, war das klare Ergebnis, die Solarthermie hat einfach, ich sage es so ganz einfach platt, nicht bei den Kosten die Chance, gegenüber der Wärmepumpe und der Photovoltaik wirtschaftlich mitzuhalten. Insbesondere, wenn man über 50% nenne ich es mal solare Deckung kommt. Also wenn ich hin zu einer Klimaneutralität komme, bei der in der Jahresbilanz der Bezug und das Einspeisen in das Netz etwa ausgeglichen ist. Also Fazit war von dieser Studie, PV und Wärmepumpe ist das System der Zukunft. Und das hat sich dann bewährt. Ich kann mich auch erinnern, damals im BMWi, wenn ich sagte, wir werden zur Stromgesellschaft, Kollege Sobeck hat sie auch erwähnt mit dem Thema dieses Thema Strom oder die Stadt mit Strom oder damals hat man gesagt, der Fisch hat einen Vogel, der ist verrückt, der erzählt etwas von eben, wir werden zur Stromgesellschaft. Aber wir werden es werden und da bin ich mir auch ganz sicher, dass wir das werden in der Zukunft. Im nächsten Bild sieht man eine Situation, wenn wir heute bauen. Und das ist sozusagen das Typische, wie wir heute bauen. Das ist ein Mehrfamilienhaus, massiv, klassisch gebaut. Und man sieht auf der linken Seite den Offset durch das Bauen, die CO2-Emissionen, die bewegen sich irgendwo zwischen 750 und 950 Kilogramm pro Quadratmeter Wohnfläche. Also ein riesiger Offset, der Rucksack kann man ihn nennen, der hier eben nicht bei den Gebäuden bilanziert wird, sondern eben bei der Industrie- und Energiewirtschaft. Und wenn man dieses Gebäude nach dem Effizienzhaus 55 baut und ohne PV, dann sieht man, dass dieser CO2-Footprint immer ansteigt, ist ganz klar. Man sieht oben, wir haben 22 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr für Nutzerstrom mit dazu genommen. Und man sieht, der steigt und steigt und steigt. Wenn man da eine PV-Anlage, das Dach eben flächig solarisiert und noch eine
Batterie mit dazu nimmt, wie dort angegeben mit 65, einmal die PV mit 65 Kilowatt Peak, die Batterie etwa in der gleichen Größenordnung, aber 65 Kilowattstunden, da nimmt dieser Footprint ab. Aber man sieht, der nimmt auf keinen Fall ab auf null, sondern das ist asymptotisch zu einer gewissen Wert anstrebt, auch bis 2050, der noch immer verdammt hoch ist, hat mit zu tun, dass wir von ausgehen, dass der Strom draußen im Netz immer dekarbonisierter wird. Und man sieht, und das ist auch, was mein Vorredner gesprochen hat, wenn ich das natürlich mit Holz baue, habe ich einen anderen Startpunkt und komme natürlich schon mal näher an diese Linie im Lebenszyklus eben vielleicht eine Null zu erreichen. Wenn ich im nächsten Bild, also das ist sozusagen die neben dem, dass ich die Bilanz erweitern muss in Zukunft, zu dem Thema auch die Errichtung mit dazu zu nehmen, ist bei uns immer das Thema Sanierung im Fokus. Und es geht nicht um, der Neubau kann man im Endeffekt sagen, trägt nahezu nichts oder erhöht sogar die CO2-Emissionen, wenn man die Bilanz über ganz Deutschland sieht, sondern die einzige oder die, wenn man die Klimaschutzziele der Bundesregierung ernst nimmt, da liegt das nur an dem Thema den Bestand und es ist nichts Neues. Im Bestand liegt der große Hebel. Und das ist ein Beispiel, was wir auch in Frankfurt umgesetzt haben und wir sehen, wir haben dort, die Aussage heißt dort, die Gebäudehülle Effizienzhaus 55 ist völlig ausreichend. Maximale, ein großes Schlüsselthema Solarisierung der Dachflächen, das sind die schnell wirksamen Maßnahmen. Wärmepumpen als die das Heizsystem der Zukunft, wenn möglich, wenn in der Nähe Fernwärme liegt, dann nehmen wir die grüne die Fernwärme, weil die wird auch in den nächsten Jahren grüner werden. Das ist eigentlich, es kommt sonst weder Gas noch irgendwelche anderen fossilen Energien bei unseren Projekten dann in Frage. Im nächsten Bild sieht man dann, für uns ist die Aussage, Effizienzhaus 55 ist ausreichend. Sie kennen die aktuellen Diskussionen, den Effizienzhaus 40 irgendwann mal als Normalität einzuführen. Wir halten auch beim Effizienzhaus Plus die 55 als ausreichend. Im nächsten klicken wir weiter durch. Die Technologien sind alle da. Und für uns ist die Wärmepumpe und die Fernwärme das Wärmeversorgungssystem, das wir bei Bestand, auch beim Neubau einsetzen. Die Großschlüsseltechnologie ist eben die Solarisierung des Gebäudes als Kraftwerk und dann auch noch mit einer Batterie versehen. Als Nebensatz, ich habe hier in meinem Haus hier in Südafrika, ich habe jetzt eine Batterie eingebaut. Ich verstehe nicht ganz, warum die Batterien in Südafrika ein Drittel von dem kosten wie in Europa oder in Deutschland, aber das wird vielleicht auch noch kommen. Deshalb also auch der Strombatterien, der dezentralen Batterie für Gebäude wird die Zukunft gehören. Im nächsten Bild weiter. Also das Gebäude als Kraftwerk ist für mich so der allgemeine Überbegriff. Das ist eine schnelle, wirksame Maßnahme im Bestand und auch im Neubau, weil wir brauchen, um die Klimaschutzziele, Kollege Sobeck hat es ja erwähnt, die paar 50% zu reduzieren, wird nur ansatzweise, ich bin auch überzeugt, es wird nicht erreicht, indem wir die Neubauten und die Bestandsgebäude eben voll solarisieren. Gehen Sie mal weiter. Die Technologien sind alle verfügbar. Wir müssen nicht warten, bis irgendwelche neuen Dinge entwickelt werden. Ich sehe auch zum Beispiel als Nebensatz nicht die Wasserstofftechnologie dezentral im einzelnen Häuschen als sinnvoll. Wir setzen ja Großprojekte mit Wasserstoff um, aber am Rande der Stadt, wo wir die Abwärme in die Stadt leiten, aber nicht die kleine Elektrolyse uns für das Mehrfamilienhaus sehen wir keine Lösung. Deshalb sind alle Technologien, die wir brauchen, um Effizienzhaus Plus zu bauen, sind verfügbar. Da muss man auch nichts mehr warten. Im nächsten Bild bitte. Da sieht man, nach 2030, nach dem Klimaschutzgesetz, sollen wir 51 Millionen Tonnen von den 120 Millionen Tonnen reduzieren.
Dazu muss ich sagen, zu den 120 Millionen Tonnen, da zählt ja noch nicht mal der Strom und die Fernwärme dazu, die zu den Häusern zählt, weil der Strom, der zum Gebäude kommt und in die Wärmepumpen strömt oder genutzt wird, der wird ja der Energiewirtschaft belastet. Die Fernwärme wird auch der Energiewirtschaft belastet. Das heißt, diese 120 Millionen ist eigentlich nur das Gas und das Öl, was wir dezentral verbrennen in den Häusern. Und da sollen wir, wie gesagt, von 120 sollen 51 reduziert werden bis 2030. In den nächsten kriegen Sie mal weiter. Das habe ich mal ausgerechnet, wenn wir bis 2030 die heutige Neubauaktivität fortsetzen, dann entstehen wir bewegen uns jetzt in 2030, wir sind jetzt in 2030, es kommen 4 Millionen Tonnen dazu, wenn ich alles nach GEG baue oder wenn ich nach Effizienzhaus 40 baue, kommen 2,5 Millionen dazu. Man sieht, die Diskussion ist eigentlich nutzlos, sich Gedanken zu machen, ob ich Effizienzhaus 55 oder 40 baue. Die Einsparungen gegenüber dem, was wir wollen, sind marginal gering. Das nächste Bild zeigt, und das ist das, was Kollege Sobeck schon ausführlich beschrieben hat. Wenn ich in 2030 auch wiederum genauso viel Gebäude baue, ungefähr 50 Millionen Quadratmeter, dann entstehen durch graue Emissionen, wobei ich hier schon die Werte runtergesetzt habe und bin von einer gewissen Dekarbonisierung der Baustoffe ausgegangen, dann emittiere ich 45 Millionen. Das heißt also, es geht nicht um das Thema, wenn ich es gesamt betrachte, um das Thema, welche Gebäude haben die Gebäude der Zukunft, sondern wie werden sie gebaut. Im nächsten Bild ist die Frage, die habe ich mir auch gestellt, wo kriegen wir die PV hin, die wir brauchen? Die Bundesregierung hat sogar im Koalitionsvertrag von 10 Gigawatt pro Jahr gesprochen, im jetzigen Koalitionsvertrag. Ich bin super erfreut, weil das sind Zahlen, die ich auch seit etwa 10 Jahren propagiere. Auch in diesem Zusammenhang wurde ich vom BMWi immer als Spinner hingestellt nach dem Motto, wir brauchen bis 2050 400 Gigawatt an Photovoltaik. Jetzt in dem neuen Koalitionsvertrag stehen die 10 Gigawatt pro Jahr. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, habe mal ausgerechnet, wie viel bekommen wir denn auf Neubauten von diesen 10 Gigawatt, das sind 10-15%, bieten Sie weiter. Würden wir die Bestandsgebäude mit einem hohen Solarisierungsgrad, also 4% der Gebäude im Jahr solarisieren, also möglichst viel Fläche auf die Dächer, sind das 30-40, man sieht, da fehlt noch eine ganze Menge. Und mein Fazit lautet dort auch, ist nicht neu, klicken Sie mal weiter. Wir müssen diese PV-Flächen am Rande der Städte in riesengroßen Flächen bringen. Alles andere ist Augenwischerei. Im nächsten Bild schon die Zusammenfassung. Also, der große Hebel ist ganz einfach die Sanierung zum Effizienzhaus plus statt Abriss und Neubau. Das ist eigentlich das Thema. Abriss und Neubau ist kontraproduktiv. Das GEG verschärfen, da muss ich sagen, der Einfluss ist unglaublich gering. Es lohnt sich nicht, da länger drüber zu diskutieren. Es wäre auch, dieses GEG zu vereinfachen. Ich hätte die Idee, dieses GEG auf zwei Seiten zu schreiben. Wie, das könnte ich in einem nächsten Vortrag mal bringen. Aber ich sehe das heute so, dass wir das GEG, das meine ich ganz ernst, auf zwei Seiten schreiben können. Die Solarisierungsrate vervielfachen, 50% muss auf die Freiflächen. Ich habe es erläutert, warum. Keine Verbrennung von fossilen Energieträgern mehr, auch in Neubaugebieten, eben keine Gasnetze, keine Gas-BHKWs in Neubaugebieten. Und die Förderpolitik, der würde ich so gerne in das Stammbuch schreiben. Sie sollten nochmal überlegen, ob die Förderung von zum Beispiel Effizienzhaus 40 nicht Beschleunigung von Steuergeldern ist, sondern dass man eher vielleicht sagt, graue Emissionen und CO2-arm zu bauen und auch die tatsächliche CO2-Einsparung eines Gebäudes fördern. Das wäre eigentlich meine Empfehlung für die Politik. Das war, ich glaube, die letzte kommt noch eine Folie, die letzte dann. Ja, ich habe das alles schon gesagt. Wenn wir Maßnahmen fördern, Zeiten auf CO2-Label umstellen, Effizienzhaus 55 für Wohngebäude als Mindeststandard einführen, ist okay. Für Nicht-Wohngebäude soll es so bleiben. Und vor allem die Reduzierung der grauen Emissionen fördern. Und jetzt wirklich die letzte Folie, das heißt eigentlich für mich auch seit Jahren, gehen Sie weiter, letzte Folie.
machen statt reden. Und das ist eigentlich ein Thema, wo ich sage, wir haben genug Studien gemacht, wir haben genug geschrieben, wir müssen es machen. Und ich bin der Meinung, wir werden es, egal was wir machen, wir werden in der Welt gemessen an dem, was wir erreichen. Und wir müssen uns alle verdammt anstrengen, um ein bisschen von diesem Ziel, man kann ja hohe Ziele haben, aber wir müssen es versuchen, gemeinsam wenigstens einen Teil dieses Ziels zu erreichen. Dankeschön. Ja, dankeschön an dich für die sehr interessanten Darstellungen, Dynamik, Visionen, die aus deinen Präsentationen entsprechend immer wieder herausholen. Wenn ich zurückdenke an unsere Beginnerzeit in den 80er Jahren, da hat man ja an Wasserstoff im Wohnungswesen nicht so richtig gedacht. Und ich hoffe sehr, dass dieses Übertragen auch in den nächsten 30, 40 Jahren der Fall sein wird, dass wir heute noch gar nicht wissen, was wir in 30 Jahren eventuell als super Innovation haben. Von daher ist zwar alles da, aber es muss weiter geforscht werden. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ja. Dankeschön und alles Gute nach Südafrika. Bleibt schön gesund. Dankeschön. Wir gehen zurück nach Berlin und hören jetzt von Herrn Zwiebert etwas über das Angebot und die Arbeit der Wissensverbreitung dieser Initiative. Herr Friemert ist Gründungsgeschäftsführer, Mitgesellschafter der CeBau und von Beginn an Betreiber des Pilotvorhabens in der Fassadenstraße. Bitte schön. Ja, Hans, vielen Dank. An der Stelle, wir haben viele prominente Redner gehört, die zu Inhalten, zu Zielen, Visionen, Erkenntnissen etwas gesagt haben. Ein wichtiger Punkt, den wir hier vertreten, ist die Kommunikation, die begleitende Öffentlichkeitsarbeit und die Frage nach Netzwerken und deren Pflege. Und das ist auch Thema meines kurzen Beitrages. Und ich hoffe, dass das jetzt von hier auch gut funktioniert unter dem Titel Ihre Meinung zum Bauen der Zukunft zählt. So, und jetzt schauen wir mal, ob ich kann meine Folien hier nicht bewegen. Dann übernimmt, ja, jetzt geht's, wunderbar. Was man an dem Zeitstrahl erkennen kann, ist, wir haben im Laufe dieser letzten 10 Jahre, die das Effizienzhaus Plus hier in Berlin geöffnet ist, über 50.000 Gäste empfangen können. Wir haben von den beiden Familien gehört. Wir wissen, dass es über 30.000 Interessierte im digitalen Netzwerk gibt, alleine in den letzten 4 Jahren. Und wir viele, viele Erkenntnisse haben gewinnen können, auch in Wechselwirkung mit dem Publikum. Und darüber möchte ich in ein paar wenigen Folien kurz berichten. Wir haben viele Gäste in diesen Jahren hier empfangen dürfen. UN-Delegationen, wir haben die Prinzessin von Thailand da gehabt, wissenschaftliche Delegationen, Studierende, Experten, Kammern, Vertreter der Wissenschaft und Forschung, der Gesellschaft. Wir haben Kinder hier gehabt und auch mit denen experimentiert und sozusagen alle Meinungen eingeholt, die man einholen kann. Über Familien haben wir schon gesprochen. Das brauche ich an dieser Stelle, glaube ich, nicht noch mal weiter zu vertiefen. Ein bisschen haken die Folien hier, jetzt kommt's. Ihre Meinung zum Bauen der Zukunft zählt unter dem Leitbild des Informations- und Kompetenzzentrums für zukunftsgerechtes Bauen haben wir seit 2017 die Aufgabe des Betreibers übernommen, die öffentliche Vermittlung von bau- und klimapolitisch zentralen Themen und Inhalten der Bauforschungsinitiative Effizienzhaus Plus des BMI, ich verkürze das mal, sowie des Innovationsprogramms Zukunftbau im ersten Effizienzhaus Plus des Bundes in einem Baudenkmal für zukunftsgerechtes Bauen umzusetzen und zu vermitteln. Ja, meine Damen und Herren, das ist eine sehr große Aufgabe, der wir uns dort verschrieben haben. Und es sind natürlich unterschiedliche Wege der Vermittlung. Es sind Ausstellungen innen, außen, die zum Teil dauerhaft, zum Teil auch temporär stattfinden. Außen beispielsweise in Zusammenarbeit, in Kooperation mit dem Solarzentrum hier in Berlin, das ja vom Land Berlin hier quasi unser Untermieter ist, aber eigentlich viel, viel mehr ist, nämlich Kooperationspartner und auch in der direkten Bürgerberatung auch unterwegs ist. Es sind die vielen Netzwerktreffen, die wir in diesem Haus durchführen konnten. Und Sie sehen, das ist noch die Zeit gewesen, als noch ein persönliches Treffen auch im großen Rahmen möglich war. Innen wie außen, Kommunikation und Gesprächsplattform mit Politikern, mit Vertretern von Wissenschaft, Forschung, mit der Gesellschaft. Rechts zum Beispiel hatten wir ein Netzwerktreffen hier mal mit Vertretern aus dem Bundestag dabei.
Das alles haben wir in diesem Haus erfolgreich in den Jahren umsetzen können, um die eben schon vorgestellten Ziele auch entsprechend zu vermitteln. Aber es sind auch digitale Wege, digitale Medien, die wir entwickelt haben, wie zum Beispiel die App für das Effizienzhaus Plus, wo das Netzwerk und die Technologien zu sehen sind. Wir sind mitgereist auch zu den großen Tagungen zur Bautech, zur Bau, um die Themen dort vorzustellen und auch mit modernsten Technologien, wie Sie hier erkennen können, auch zu kommunizieren. Das hat große Aufmerksamkeit erregt. Gerade das digitale Thema sind wir auch schon vor einigen Jahren angegangen und haben mit den ersten Online-Seminaren begonnen. Hier so eine Szene, die wir mal mit Frau Staatssekretärin Bohle vor 3 Jahren hatten, wo wir hier so eine der ersten Diskussionsrunden im Effizienzhaus durchgeführt haben mit 15, 20 Gästen live und über 100, die online zugeschaltet waren und vor allen Dingen eben auch einem regen Chatverkehr, den wir hier mit verzeichnen konnten. Die zentrale Homepage ist das Thema für uns in den letzten Monaten gewesen, mit der bauen-der-zukunft.de-Seite eine Plattform zu schaffen, wo Sie alle Informationen abrufen können, wo Sie uns Fragen stellen können. Das ist zentrale Aufgabe, die wir wahrnehmen in der Informationsvermittlung und in der Verbindung von Netzwerken. Ein paar Zahlen vielleicht aus dem letzten Jahr. Wir sind seit Oktober 2020 wieder hier im Haus aktiv. Wir haben in dieser Zeit 35 Online-Veranstaltungen durchgeführt. Und Sie wissen warum. Natürlich, weil uns die Pandemie Grenzen gesetzt hat. Die früher so für uns bekannte und so gern gesehene persönliche Ansprache der Menschen musste leider entfallen. Dafür haben wir über viele, viele Online-Veranstaltungen 100 Referentinnen hier gehabt. Wir haben alleine knapp 8.100 Anmeldungen zu den Veranstaltungen gehabt, einer Quote von 72% Teilnahme, auch das sei an der Stelle mal gesagt, doch relativ viel. Und Sie sehen, wir haben über 15.000 Zugriffe in der Mediathek für die Veranstaltungen im Nachgang schon erzeichnen können. Wir finden, das ist ein sehr großer Erfolg für eine Plattform, die sich ja auch erst neu aufbaut und das eben ja auch mit begrenzten öffentlichen Mitteln umsetzt. Die Technik, wie Sie wissen, hat sich natürlich auch verändert. Wir müssen uns anpassen an die Abstandsregeln, an die ganzen Probleme, die Pandemie einfach mit sich bringt. Und dennoch konnten wir in dieser Zeit ein regelmäßiges und ich glaube auch sehr, sehr abwechslungsreiches Programm aufbauen und den Kunden anbieten. Und die Meinungen, die wir dabei erhalten konnten, spiegeln sich am besten wieder im Chat dieser Veranstaltung, dem Austauschmedium der Zuschauermeinungen. Und so am Beispiel kann ich mich erinnern an eine Veranstaltung, die ich moderiert hatte, über Altbaumodernisierung, wo gerade über gestalterische und konstruktive Aspekte gesprochen wurde, bei Detaillösungen in der Technik, Fensteranschlüsse mit Dämmung und so weiter, gab es dann eine rege Diskussion im Chat über nachwachsende Rohstoffe und deren Einsatz und die graue Energie, die sich hier errechnet, bei dem gerade vorgestellten konstruktiven Lösungen. Also man sieht, wie das Publikum mitgegangen ist und dann auch in eigene Themenfelder, ich will nicht sagen abgeschweift, aber doch hineingekommen ist. Ja, und hier sehen Sie mal einen kurzen Überblick darüber, die Hitlisten quasi der Top-Themen, die wir in den Jahren hatten. Das war beispielsweise das GEG in 90 Minuten kurz erklärt. Wir haben ja vorhin schon gehört, man könnte es vielleicht auch in 2 Seiten schreiben, Gesetzgebung. Vielleicht muss man darüber nachdenken, dann braucht man nicht mal mehr 90 Minuten. Wir haben die Themen Altbauerneuerung, Wärmewende, Stadtbegrünung, Recycling, Solarenergie, Low-Tech, Holz, auch das Laden von Elektrofahrzeugen. Sie sehen, das sind alles Veranstaltungen, die 200 Teilnehmer und mehr hatten, zeigen eigentlich recht deutlich, dass wir ein sehr breit gestreutes Interesse im Publikum feststellen können. Die Klicks übrigens, das ist sind die in der Mediathek nachträglich aufgerufenen Veranstaltungen, die man dann noch einmal verfolgt hat. Die Meinung für die Zukunft. Themenfelder 2022. Wir werden als Themen die Inhalte der zentralen baupolitischen Themen in Deutschland bewegen und wir werden zugleich auch an der Tagesaktualität uns orientieren. Hier sehen Sie einen Überblick über die Veranstaltungsblöcke, die wir in dem kommenden Jahr vorgesehen haben. Wir werden wieder ungefähr 30, 35 Veranstaltungen durchführen und neu dabei hinzugekommen sind dann auch Deutschlands Klimaziele in der Diskussion mit Experten. Und da möchten wir dann mit Podcasts und Videocast-Formaten einen interaktiven Dialog
Dialog hier im Studio des IKZB führen, hier in Berlin, und dann mit jeweils ein bis zwei Gästen und mit Ihnen, mit dem Publikum, darüber sprechen. Ja, und damit möchte ich eigentlich auch den kurzen Blick, den Rückblick und auch den Ausblick schließen und Sie dazu noch einmal aufrufen, Ihre Meinung zum Bauen der Zukunft zählt natürlich auch im nächsten Jahr. Und bleiben Sie uns an der Stelle treu, netzwerken Sie mit. Wir freuen uns auf Sie im nächsten Jahr 2022 und die neuen Impulse des Bauministeriums unter der neuen Leitung von Frau Ministerin Clara Geiwitz vielleicht dann an der Stelle hier auch nachhaltig zu unterstützen und die vorhin schon angesprochenen Ziele und Visionen dann auch hier entsprechend weiter zu kommunizieren. Vielen Dank und damit zurück an dich, Hans, nach Stuttgart. Ja, vielen Dank, lieber Peter. Das zeigt, du hast sehr schön gezeigt, dass es sich lohnt, im Zentrum vorbeizuschauen, um up to date zu bleiben. Wir kommen zu einer Grußbotschaft in diesem Blog. Die Grußbotschaft vom Head of Mission der Europäischen Kommission in Deutschland, Herrn Jörg Bojan, der ja, aus der Sicht der Europäischen Union unsere Initiative betrachtet. Ich freue mich, bei der 10-Jahres-Feier zum Effizienzhaus Plus dabei sein zu dürfen. Der Moment ist wichtig. Wir haben als Europäische Kommission eine Reihe von Vorschlägen auf den Tisch gelegt, die es verlangen, konkrete Impulse im Gebäudesektor zu setzen. Und dabei ist es wichtig, wenn wir Vorbilder haben in unseren Mitgliedstaaten, hier im Falle von Deutschland, Vorbilder von erfolgreichen, klimafreundlichen Bauprojekten und Konzepten. Wie Sie wissen, sieht unser European Green Deal ein ganzheitliches Konzept für eine klimafreundliche Transformation der europäischen Wirtschaft vor. Wir haben das heruntergebrochen mit unserem Fit for 55-Paket, in dem eine Reihe von konkreten Maßnahmen vorgesehen sind. Ich hebe mal zwei heraus, die besonders den Gebäudesektor betreffen. Zum einen ist das natürlich die Thematik des Emissionshandels für Gebäude, den wir einführen möchten. Zum Zweiten die Energieeffizienzrichtlinie, die wir überarbeiten. Das alles wird die Gebäudewirtschaft betreffen. Das wird auch die Staaten betreffen, die das umzusetzen haben. Wir gehen aber noch weiter. Wir wollen nicht nur, dass Gebäude umweltfreundlich sind, sie sollen auch lebenswert sein. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz mit unserem europäischen Bauhaus. Das Europäische Bauhaus ist eine Initiative, die bewusst anknüpft an Traditionen, die Sie hier in Deutschland kennen und schätzen und auch immer wieder erforschen. Mit dem Europäischen Bauhaus wollen wir nicht nur ein klimafreundliches, sondern auch ein menschenfreundliches Wohnen und Leben fördern und ermöglichen. Und dafür sammeln wir Ideen, dafür fördern wir Projekte. Projektförderung ist auch die zweite Säule unseres Engagements im klimafreundlichen Gebäudesektor. Wir stellen auch Gelder zur Verfügung. Sie alle kennen das InvestEU-Programm, das wir schon vor einigen Jahren aufgelegt haben. Zusammen mit der Europäischen Investitionsbank soll es dafür sorgen, klimafreundlichen Bau zu ermöglichen, zu erleichtern, klimafreundliche Sanierung zu fördern. Wir sind jetzt einen Schritt weitergegangen, auch beim großen Anti-Covid-Wiederaufbauprogramm Next Generation EU ist Klimafreundlichkeit ein wichtiger Bestandteil, ein verpflichtender Bestandteil, für den die Mitgliedstaaten Geld in die Hand nehmen müssen. Und das umfasst auch die Bereiche, die uns hier interessieren. Und Sie haben den Vertrag der neuen Koalition besser gelesen als ich. Dort taucht auch manches auf von dem, was wir uns auf europäischer Ebene vorstellen. Und ich freue mich natürlich besonders, dass die neue Koalition in ihrem Koalitionsvertrag ganz ausdrücklich die Unterstützung der EU-Vorschläge im Gebäudesektor festhält. Das wird dann auch noch weiter heruntergebrochen im Koalitionsvertrag. Und ich denke, es schadet auch nicht, wenn es ein dafür extra spezialisiertes Ministerium Bauen und Wohnen gibt. Wir als Europäische Kommission schauen dem erwartungsvoll entgegen. Und wir sind optimistisch, denn Sie haben hier in Deutschland große Erfahrungen und ich denke, dass Energieeffizienz nicht nur im Gebäudebereich in Deutschland vorbildlich ist, aber auch und gerade. Und hier ist das Effizienzhaus Plus ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir nicht nur, und das ist auch so genauso wichtig, die Gebäudesanierung anschauen, sondern eben auch die Konzeption und den Bau von neuen Gebäuden. Ich denke, dieses 10. Jubiläum, aber auch die vorangehende Erfahrung, die Sie schon in Deutschland hätten, denn Deutschland schaut auf
30 Jahre Forschung, Entwicklung und Praxis im Bereich des klimafreundlichen Bauen und Wohnens zurück. All das kann uns in ganz Europa helfen. Das kann als Vorbild wirken, das kann Standards setzen. Und wir schauen uns das auch als Europäische Kommission deswegen sehr gerne an. Vor diesem Hintergrund freue ich mich also sehr, dass Sie 10 Jahre Effizienzhaus Plus feiern können und wünsche Ihnen alles Gute und weiter viel Erfolg mit dem neuen Anschub, mit dem neuen Drive, den es jetzt gibt. Alles Gute. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Bojan, für die netten und freundlichen Worte und Erläuterungen. Heute Nacht kam übers Mail noch ein Glückwunsch aus dem europäischen Bereich der sogenannten Concerted Action Plattform. Diese Concerted Action Plattform ist ein Zusammenschluss von den 27 EU-Staaten, die sich quasi austauschen in ihren Regelsetzungen und Anforderungen, die sie entsprechend machen kann. Und bei dieser oder in diesem Schreiben wurde nur darauf hingewiesen, wie sehr man interessiert ist an den Erfahrungen, die man in Deutschland macht, weil die Europäische Union offensichtlich anstrebt, den Weg Richtung Plusenergie zu gehen. Und die überarbeitete Gebäuderichtlinie, die am 15. Dezember veröffentlicht wird, wohl in diese Richtung die ersten Schritte macht, um entsprechend dieses zu machen. Also wir sind richtig in der Zeit, entsprechend dann unsere Inputs zu geben und entsprechend dieses dann zu realisieren. Ganz zum Schluss darf ich in diesem Blog die Aufmerksamkeit auf die japanische Kollegen, mit denen wir sehr intensiv kooperieren, geben. Wir haben eine Grußbotschaft aus Tokio bekommen von Herrn Dr. Takao Sawachi vom Building Research Institute aus Japan, in dem er diese Kooperation und das, was daraus sich abgeleitet hat, nochmal formuliert. My name is Takao Sawachi. I have been involved in Japan-Germany collaboration for energy efficient buildings since 2014. During these 8 years, Japanese experts, including myself, have been learning German experiences and technologies for dramatically improving energy efficiency of buildings. In the present situation, not only Japan and Germany, but also many countries are targeting carbon neutral buildings and societies toward 2030 and 2050. Japanese experts understand very well that Germany is taking leadership worldwide to develop and socially implement advanced technologies for zero or plus energy buildings. It is my great honor to be invited to this wonderful event to celebrate 10th anniversary of Efficiency House Plus project. By using this opportunity, I would like to stress the importance of accurate and reliable energy calculation methods for buildings. That is the most interesting technology for Japanese researchers in national research institutes. If we can have a good correlation between calculated energy consumption and actual energy consumption of buildings, it must be the basis for our success in the near future to obtain super energy efficient building stock. This figure shows the construction of zero energy detached houses in Japan. Between 2016 and 2019, almost 0.2 million zero energy houses were built by using government subsidy. Data on actual energy consumption by these houses are collected, analyzed,
and compared with results of energy calculations. I am confident that Japan and Germany will make a great success in reducing energy use in the building sector through exchanging experiences and learning from each other. At the end of my speech, I hope much more researchers and engineers, especially younger researchers, will join and enjoy this collaboration between Japan and Germany. Ja, ganz herzlichen Dank und Grüße natürlich nach Tokio. Auch Dank an das Öko-Institut in Hamm, das uns hier unterstützt hat, dieses Interview aufzunehmen und entsprechend bereitzustellen. Mich hat sehr beeindruckt, dass die Japaner es in so kurzer Zeit geschafft haben, 200.000 plus Energiehäuser innerhalb von 4 Jahren in den Markt zu bringen. Das ist schon ein stolzes Ergebnis, finde ich. Da ja, kann man vielleicht mal gucken, mit welchen Mitteln hier entsprechend dieser schnelle Markttransfer vonstatten gegangen ist. Und ja, wie Herr Professor Sawatzki ausführte, ist es natürlich auf jeden Fall zu unterstützen, junge Wissenschaftler-Austausch voranzutreiben auf diesem Gebiet und entsprechend voneinander zu lernen. Wir kommen jetzt zum vorletzten Block unseres Netzwerkstreffens. Und dieser vorletzte Block behandelt den jüngst ausgelobten Themenwettbewerb zum Effizienzhaus Plus. Hierzu möchte ich an Herrn Uwe Drost übergeben. Die Moderation an Herrn Drost übergeben, der diesen Wettbewerb mit seinem Team verantwortlich durchgeführt hat. Herr Drost ist Geschäftsführender Gesellschafter der D&K Consult GmbH und er berät und begleitet mit seinem interdisziplinären Team aus Architekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplanern private und öffentliche Auftraggeber. Herr Drost, bitte übernehmen Sie. Ja, vielen Dank, Herr Professor Erhorn. Ja, mit meinem Namen, da geht es so manchmal hin und her. Ich werde auch manchmal als Herr Drosten bezeichnet. Gott sei Dank habe ich das nicht zu verantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe hohen Respekt vor Herrn Dr. Drosten, muss ich ganz ehrlich sagen, für das, was er da täglich leistet. Das sind das Peanuts, was wir machen. Vielen herzlichen Dank. Auch von unserer Seite schönen Gruß und Glückwunsch zum 10-jährigen Geburtstag. Ja, unser Team von D&K Drost Consult hat sich spezialisiert auf das Durchführen von Wettbewerben jeglicher Art und Weise. Und da ist natürlich Energie und Energieeffizienz natürlich wichtig. Wir haben das aber nicht alleine gemacht. Wir haben zusammen mit der CEBAU gearbeitet, die uns, wie gesagt, tatkräftig hier unterstützt. Auch sonst arbeiten wir mit der CEBAU relativ häufig zusammen, weil das Thema Energie ja in Architektenwettbewerben, in Vergabe öffentlichen Rechtes etc. immer wichtiger wird. Und dementsprechend freuen wir uns auch hierbei, einen kleinen Beitrag leisten zu können, indem wir die Auslober BMI und BBSR zu diesem Themenwettbewerb unterstützen durften. Ich darf hierzu sagen, es gab ein relativ kurzes Zeitfenster, wo das alles zusammengestellt wurde. Meine Kollegen unterstützen mich ein bisschen hier mit den Folien, damit ich mich aufs Reden konzentrieren kann. Und es war auch ein relativ kurzer Zeitraum. Und interessanterweise ist, dass hier die Spannbreite für die Beiträge in den 5 Kategorien relativ groß waren. Und interessant ist natürlich auch, wie bringen wir die Jüngsten in unserer Gesellschaft relativ früh zu diesem Thema des effizienten oder des energetisch korrekten Denkens. Und ich glaube, dazu kann dieser Themenwettbewerb doch einen maßgeblichen Beitrag haben. Und es war auch sehr amüsant, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Kategorie 5 nachher in dem Malwettbewerb zu sehen, wie die ganz Jungen 4 Jahre bis 13 Jahre dieses Thema aufgenommen haben. Und hier sehen Sie schon, die Kategorien werden die Kategorie 1 Bild. Denn das zweite war Film, die studentische Projekte, das war eine echte Herausforderung. Wie Sie auch selber wissen, Herr Erhorn, das war die Einschätzung. Das sind teilweise Studienarbeiten gewesen, teilweise Semesterarbeiten etc. pp. Denn Kategorie 4
die Modellstandorte und 5, wo wir die größten Anteil an Beteiligung hatten, war der Malwettbewerb. Insgesamt waren 60.000 Euro ausgeschrieben gewesen, die in die unterschiedlichen Kategorien eingeflossen sind, in unterschiedlichen Höhen, aber insgesamt doch auch großzügige Darstellung. Vielleicht zum Anlass nochmal zurückzuspringen. Ich springe da ein bisschen durch mein Skript durch. 10 Jahre Initiative Effizienzhaus Plus, 10 Jahre von dem ersten Bau, 10 Jahre Förderung der Markteinführung des innovativen Gebäudestandards mit wissenschaftlicher Begleitung und Würdigung des Jubiläums und des ersten Bundespilotprojektes durch themenspezifische Ideen und Kreativwege. Das war so der Rahmen, unter dem das stattgefunden haben. Den Zeitplan haben wir gerade schon gesehen. Auch die einzelnen Kategorien haben wir schon gesehen. Wichtig war, und wenn ich darauf schauen darf, die Auswahlkriterien. Und das war natürlich bei so einem breiten Spektrum, meine Damen und Herren, nicht unbedingt einfach. Effizienzhaus Plus auf, Klammer, originelle Weise eingebunden, thematisiert, ausgenommen natürlich bei der Kategorie 5, dem Malwettbewerb. Denn die Qualität der Beiträge, positives Mindset, Good Vibes oder Vibrations, Außergewöhnlichkeit des Beitrags und natürlich dann in dem Bereich Breitenwirkung und Verständlichkeit für den Laien, nur, das war nur für die Kategorie 4, für die Modellstandorte ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Damit ist meine kurze Einführung aber eigentlich auch schon erstmal gedacht und ich darf jetzt schrittweise immer zu den jeweiligen Kategorien die Laudatoren bitten, sich zu Wort zu melden und das wäre für die Kategorie Bild, also erste Kategorie Bild, der Referatsleiter Gebäude und Anlagentechnik, technische Angelegenheiten im Bereich Energie und Bauen, Herr Peter Rathert vom BMI. Würden Sie bitte übernehmen? Ich übernehme. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich gehe davon aus, jetzt auch einige Kinder, die zuschauen werden. Ich freue mich sehr, dass Sie alle noch dabei sind. Wir kommen jetzt zum absoluten Höhepunkt des heutigen Tages. Und Sie sehen, wir haben hier schon mal vorbereitet auch ein Glas Sekt, was wir hier natürlich jetzt, in den Äther schütten werden dann. Ich öffne jetzt mal diesen goldenen Umschlag, der mir hier zugesteckt worden ist. Und jetzt muss ich tatsächlich mal ablesen, was ich sonst ungern mache. Also in der Kategorie 1 Bild geht der dritte Preis an Frau Christine Rösch für das Bild Autokino Energieeffizienz. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Platz geht an Frau Cornelia Wermelskirchen für das Bild Vielschichtigkeit. Und der erste Preis geht an Frau Ines Schmidt für das Bild Marsstraße 1. Die Bilder habe ich alle gesehen, sie sind alle wunderbar. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir damit vielleicht auch noch ein bisschen mehr anfangen können. Ja, dann proste ich Ihnen jetzt hier erstmal zu. Herzlichen Glückwunsch. Ah, ich komme gerade hier von der Regie noch einen Hinweis. Ja, jetzt muss ich das auch noch mal vorlesen. Danke, Herr Friemann. Okay, hätte ich fast vergessen. Also, jetzt noch mal ganz ernsthaft. Die Jury honoriert das Plakative, aber gleichermaßen auch ästhetisch Ansprechende. Es hilft, das Thema zu verstehen und zu kommunizieren. Dabei wird originell eine Gedankenwelt aufgebaut und geschickt zu verstehen gegeben, dass Abhängigkeiten und Gleichgewichte bestehen, die weit über unseren Planeten hinausgehen. In erster Linie aber unsere Verantwortung hier liegt und begonnen werden muss, die Schönheit der Erde zu schützen und zu wahren. Der Beitrag ist als Collage gearbeitet, künstlerisch und handwerklich gut gefertigt und es wurden sogar Blattgold und Teile eines echten Solarpanels recycelt. Jetzt aber, nachdem ich das hier vorgelesen habe, herzlichen Glückwunsch. Herr Rathert, vielen herzlichen Dank für diese
Ansprache. Wie gesagt, das mit dem Ablesen tut bei mir, da bin ich auch nicht dran gewöhnt. Das ist für mich Premiere übrigens heute, muss ich sagen. Und ich versuche mich da auch dementsprechend einzubringen. Die nächste Kategorie, die Kategorie 2 Film, war mit einer der schwierigsten. Das darf ich Ihnen wirklich sagen, weil wir haben auch in der Jury da lang drüber diskutiert und da gibt es eine relativ große Spannweite. Und Frau Peter Alten, die Projektleiterin des Initiative Effizienzhaus Plus beim BMI, wird uns hierzu als Laudatorin die Arbeit bzw. die Preisträger vorstellen. Darf ich bitten? Ja, ganz herzlichen Dank für die Übergabe. Auch ich habe einen goldenen Briefumschlag hier und ich freue mich sehr, nach 10 Jahren als Projektleiterin heute zu diesem besonderen Ereignis die Kategorie 2 Film vorlesen zu dürfen, genauso wie mein Vorgänger, der Herr Rathert. Und Herr Drost sprach es schon an, es war uns sehr schwer gefallen. Ich war auch Jurymitglied, aber wir haben es nicht geschafft, aufgrund der wirklich sehr schönen und doch sehr vielfältigen Einreichungen sozusagen zu einem besonderen Platz zu kommen. Ich starte genauso wie Herr Rathert mit Platz 3 und lese vor und freue mich über diesen dritten Platz, weil ich auch sozusagen hiermit zum Teil in den 10 Jahren zu tun hatte oder das Projekt auch begleiten durfte. Es handelt sich um Raphael Lohra von der BayWa mit dem Beitrag Effizienzhaus Plus Siedlung in Hügelshardt nahe Augsburg. Hier wird sehr anschaulich und schön dargestellt, wie es sich auch in Effizienzhäusern Plus leben lässt. Und der zweite Platz geht an Uwe Mertsch mit seinem Beitrag Feier mit Zukunftsvisionen. Ein sehr erfrischender Beitrag, vielen Dank. Wie gesagt, zu einem ersten Platz konnte sich die Jury nicht einigen und sozusagen geht es jetzt nur um den dritten und den zweiten Preis und ich möchte Ihnen jetzt auch nicht vorenthalten, also erstmal großes Gratula und ich möchte Ihnen nicht vorenthalten, wie die Jury beschlossen hat und sozusagen das Ganze nochmal auch aktenkundig festgehalten hat seitens des BMI. Das charmant improvisiert und gebastelte konnte die Jury überzeugen und den unmittelbaren Bezug zur Jubiläumsfeier am heutigen Tag möchte sie ebenfalls honorieren. Sie sehen es jetzt hier eingeblendet. Der Beitrag zeichnet sich dadurch aus, dass er mit den gängigen und gegenwärtigen Sehgewohnheiten bricht und gerade dadurch erfrischt, auffällt und im Gedächtnis bleibt. Er ist anders, mutig, kreativ und die Botschaft dabei sehr positiv. Eigenschaften, die so auch auf das Effizienzhaus Plus zutreffen, das kann ich bestätigen, und sich übertragen lassen. Eigenschaften, die gelebt und gefördert werden sollen und die es in Zukunft weiter zu stärken gilt. Die Jury zeichnet daher diesen Beitrag aus, der auch zeigt, dass mit einfachen Mitteln viel zu erreichen ist und von jedem und jeder erreicht werden kann. Glückwunsch zur Kreativität des Beitrags auch von meiner Seite und herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Alten. Wir wägen uns auf die Kategorie 3. Die Kategorie 3 wird von Frau Heike Erhorn-Kluttig vorgestellt, die seit nahezu 25 Jahren Leiterin der Forschungsgruppe Gebäude, Quartier, Stadt im Fraunhofer Institut für Physik, für Bauphysik ist. Ja, diese dritte Kategorie hat uns gefordert, muss ich sagen, weil wir haben da eine Diskussion geführt, was ist wissenschaftlich, was ist nicht wissenschaftlich, wie wissenschaftlich darf etwas sein, wie textlastig darf etwas sein. Ich bin gespannt, was die Laudatorin hier zu übermitteln hat. Darf ich Sie bitten? Danke. Es hat seine Nachteile, wenn man hier in der Zweigstelle in Stuttgart ist. Wir haben keinen goldenen Umschlag, nur einen blauen und auch das Sektglas fehlt hier. Aber ich freue mich trotzdem. Die dritte Kategorie, die Gewinner der dritten Kategorie, studentische Projekte vorstellen zu können. Der dritte Platz geht an Andreas Boschert, Julia Bachmeier, Julia Bettini, Michael Hobmeier, Marinus Limbrunner, Sebastian Obermeier, Julia Paternoster, Nadja Pollack, Barbara Salzeder, Julian Schäffring, Sabrina Senal und Nadine Socher. Von der Technischen Hochschule Rosenheim, dem Fachbereich Energie- und Gebäudetechnik, Betriebswirtschaft, Innenarchitektur und Möbeldesign, Forschung und Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Architektur und Innenarchitektur. Mit dem Beitrag Team Level Up der Technischen Hochschule Rosenheim, mit dem Sie auch teilnehmend am internationalen Hochschulwettbewerb Solar Decathlon Europe 21/22 sind.
Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Platz geht an Stylianos Papadopoulos, Christine Jakobs, Stefanie Lohmann und Julia Viarda mit dem Beitrag Plus kann so einfach sein. Und die Gewinner sind von der Hochschule 21 in Buxtehude im Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen und Architektur. Auch hier herzlichen Glückwunsch. Und dann kommen wir zum ersten Platz. Es ist ein geteilter erster Platz. Den ersten Platz belegen Jona Thiele und Sophia Bocic mit ihrem Beitrag im Cluster Stadt im Haus vom Karlsruher Institut für Technologie im Fachbereich Architektur. Auch hier herzlichen Glückwunsch. Und den zweiten ersten Platz, also geteilten ersten Platz, belegen Selina Pachali, Johannes Isheim, Björn Bergmann, Julia Reinholz und Maria Garbutz von der Hochschule 21 in Buxtehude im Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen. Und der Beitrag heißt Grau zu Grün. Glückwunsch auch nochmal an die Hochschule 21 in Buxtehude. Und die Botschaft der Jury, die ich jetzt noch vorlesen darf, ist: Die Jury hat sich sehr schwer getan mit ihrem Urteil. Es sind sehr gute und innovative Beiträge durch Studierende eingereicht worden. Begeistert hat die Jury aber insbesondere die Interdisziplinarität und die verschiedenen Ansatzpunkte unterschiedlicher Fachdisziplinen. Die Jury hat sich entschlossen, diese beiden Beiträge, also die beiden ersten Preise, mit dem ersten Platz auszuzeichnen, da sie vor allem die Betrachtung aufweiten und den Blick über das einzelne singuläre Gebäude hinausrichten. Die Zukunft des energieeffizienten Bauens kann und wird nicht beim einzelnen Haus liegen oder hier gar enden können. Mehrwerte und Synergien können langfristig nur im Verbund geschöpft und gehoben werden. Siedlungen, Quartiere, die energieeffizient plus ausgebildet sind, müssen daher in den Fokus der Betrachtung rücken. Die Jury will mit diesen beiden Arbeiten für diesen Sachverhalt werben und sensibilisieren. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg beim weiteren Werdegang. Ja, vielen Dank, Frau Erhorn-Kludig, und Grüße ins Ländle. Als Schwabe darf ich das so sagen. Und nochmal auch mal von meiner Seite Glückwunsch an die Studenten. Als ehemaliger Hochschulprofessor weiß ich, wie viel Arbeit da bei den einzelnen Gruppen und wie schwierig die Gruppenarbeit manchmal bei so großen Gruppen ist. Chapeau, wir haben uns sehr gefreut über die Beiträge. Gehen wir weiter zur Kategorie 4, den Modellstandorten. Frau Miriam Hofeld, Projektleiterin der Ressortforschung zum Effizienzsatz Plus im BBSR, wird uns hier zu die Laudation vorlesen bzw. die Preisträger benennen. Darf ich Sie bitten? Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Drost. Erstmal nochmal hallo nach Berlin, nach Hamburg natürlich, nach Japan, nach Südafrika, zu allen Akteuren, die diesen Tag möglich machen und natürlich zu allen Akteuren, die an unserem Effizienzhaus-Themenwettbewerb teilgenommen haben. Ich habe die Freude, Ihnen praktisch die Preisträger der Kategorie 4 Modellstandorte zu verkünden. Was verbirgt sich dahinter? Was versteht man darunter? Die Modellstandorte, die hier angesprochen waren, waren unsere 7 Modellstandorte, die verteilt auf die gesamte Republik Bildungsbauten im Effizienzhaus Plus Standard errichten, betreiben und nutzen. Und in den meisten Fällen sind das praktisch Landkreise, die hier antragsberechtigt waren, oder eben die Kommunen zusammen mit ihren kompetenten Bauverwaltungen. So, von diesen 7 Modellstandorten hat sich die Mehrzahl beteiligt. Das hat uns natürlich besonders gefreut. Es ist nicht ganz selbstverständlich, den kurzen Zeitplan, Herr Drost. Sie haben es gerade eben ganz kurz angerissen. Aber ich sag mal, die Zeit der Veröffentlichung lag ja genau zwischen dem 1.9. und dem 31.10. Und in diesem Zeitraum fielen nicht nur Semesterbeginn für die beteiligten Hochschulen, sondern eben auch die Herbstferien für die Schulen und so weiter. Also das war schon ein gewisses Hemmnis. Umso mehr freut es uns, dass wir 5 Teilnehmer dieser Kategorie haben. Und jetzt komme ich auch zum schriftlichen Teil, fasse mich kurz und lese ab. Es gibt den goldenen Umschlag und jetzt bin ich etwas aufgeregt natürlich. Ausgezeichnet wird in dieser besonderen Kategorie eine Preisgruppe.
Honoriert werden Beiträge des Landkreises Regensburg, Erweiterung und Generalsanierung des Gymnasiums Neutraublingen. Zweitens der Stadt Feuchtwangen, Hochschule Ansbach, Campus Feuchtwangen. Drittens der Stadt Kaufbeuren mit dem Projekt Generalsanierung und Erweiterung des Jakob-Brucker-Gymnasiums in Kaufbeuren. Viertens des Landes Baden-Württemberg, vertreten durch Vermögen und Bau Baden-Württemberg, für das Projekt Technische Hochschule Ulm, Ersatzneubau Oberer Eselsberg. Und last not least des Landkreises Mühldorf an Inn, vertreten durch die Technische Hochschule Rosenheim, die einen Beitrag eingereicht hat für das Projekt Berufliches Schulzentrum in Mühldorf an Inn, hier insbesondere der Energiemonitor. Herzlichen Glückwunsch. Die Begründung der Jury lautet wie folgt. Die Jury schätzt die Beteiligung und das Engagement der Modellstandorte in Gänze wert. Sie zeigt sich beeindruckt, wie die Standorte als öffentliche Institutionen den schwierigen Rahmenbedingungen gerade in Corona-Zeiten begegnen, ihnen trotzdem und die Bildung inklusive der Klimabildung aufrechterhalten. Aus diesem Grund will sie alle Einreichungen honorieren. Es ist ihr daran gelegen, mit dem Ergebnis ein Zeichen zu setzen. Die Modellstandorte sollen in ihrem Bestreben, die Inhalte breitenwirksam zu kommunizieren, gleichermaßen Unterstützung finden und so weiterhin aktiv als Multiplikatoren und Botschafter für ein Zeitalter der positiven Energiebilanz in Gebäuden im Effizienzhaus Plus Standard auftreten. Herzlichen Glückwunsch! Und ich gebe wieder zurück zu Herrn Drost nach Hamburg. Ja, vielen Dank, Frau Hofeld. Ich glaube, das war eine weise Entscheidung der Jury, hier eine Preisgruppe auszuloten, weil wir ja in der Diskussion schon auch gesehen haben, es waren sehr unterschiedliche Art und Weise. Und das Geld sollte ja dann auch teilweise bei den jeweiligen Standorten dazu dienen, vielleicht auch in Zukunft die Kommunikation dieser Inhalte noch zu verdeutlichen. Ich glaube, das war ein sehr weiser und guter Einsatz. Ja, meine Damen und Herren, zum letzten Punkt, den farbenfreudigsten, darf ich fast schon sagen. Und wir wechseln auch die Farbe in der Präsentation, wie Sie sehen. Frau Berit Müller, Geschäftsführerin des Landesverbandes Berlin-Brandenburg, der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie. Das verschenkt auch jetzt die neue Farbe hier und auch Leiterin des Solarzentrums Berlin. Sorry, wenn ich das so sagen musste. Herzlich willkommen und wir freuen uns auf Ihre Laudation. Vielen Dank, dass ich den Malwettbewerb vorstellen darf. Meine Lieblingsgruppe, eins meiner Kernthemen gerade ist auch der Fachkräftemangel. Das heißt, wir müssen die alle ansprechen und wir sind total froh, dass so viele mitgemacht haben und sich schon von, also ich habe hier, ich glaube, Jugendliche in den verschiedensten Altersgruppen drin. Das darf ich schon mal sagen. 4 bis 11 habe ich unten schon auf den, 4 bis 11 Jahre habe ich schon unten auf den Postern gesehen. Und wie gesagt, der Fachkräftemangel steht vor der Tür und wir brauchen ganz viele, die sich damit beschäftigen und die uns die ganzen erneuerbaren Heizungen einbauen dürfen. Und ich darf jetzt hier aufmachen und darf auch eine Preisgruppe vorstellen. Mein Herz schlägt auch eher für den Breitensport als für den Spitzensport. Und ich freue mich, hier ganz viele vorlesen zu dürfen. Also Alter, sage ich schon mal, die Preisgruppe 4 bis 11 Jahre. Und zwar hat Claras Traumschule von Clara einen Preis bekommen. Bei Metja zu Hause von Metja, der ist 4 Jahre. München 2030 von Alisa. Dann gibt es ein Bild ohne Titel von Benedikt. Das ist, bitte kurz ein bisschen länger drin lassen. Das ist eins meiner Lieblingsbilder. Naturenergie Plus Haus von Sarah. Das Haus in den Bergen von Adrian, das Hausboot von Clara und die Zukunft von Chloe. Und dann gibt es noch zwei Gruppen, zwei halbe achte Klassen, die mit ihrem Physiklehrer das Thema bearbeitet haben und dann zu dem Thema was gemalt haben. Aber da ging es, glaube ich, der Jury eher darum, dass sie wirklich sich hingesetzt haben und sich in der Schule mit dem Thema befasst haben. Das hat noch mal extra Honorierung gegeben. So, und auch ich muss jetzt vorlesen, weil ich nicht in der Jury war und das nicht wiedergeben kann. Ich habe das hier zugespielt bekommen.
Die Jury möchte keine dezidierten Preise vergeben, vielmehr beschließt sie, mehrere Bilder gleichermaßen auszuzeichnen. Als Besonderheit möchte die Jury auch die Einreichung von 2 Achtenklassen, die eine fachliche Auseinandersetzung im Rahmen des Unterrichtsfachs Physik widerspiegeln, als Gruppenarbeit honorieren und positiv bewerten. Die Honoration ist vom Gedanken getragen, die Preise in die Breite zu tragen. Das hatten wir jetzt, glaube ich, vorne in der Einleitung schon. Und das finde ich wirklich toll. Danke an die Jury, dass ihr so toll entschieden habt. Ein positives Zeichen zu setzen und viele Kinder und Jugendliche auszuzeichnen. Beeindruckend war für die Jury zu sehen, wie detailliert, interessiert und unterschiedlich interpretiert das Thema von Kindern und Jugendlichen aller Altersklassen angegangen und bearbeitet wurde. Die Bilder waren insgesamt sehr spannend und ansprechend und es gab bei einem hohen Detailreichtum viel zu entdecken. Ich hoffe, das ist jetzt noch mal im Bild drin. Ich muss noch mal diskutieren, wer die Rechte dran hat. Ich würde mir gerne ein paar hinhängen davon. Ich liebe diese Wimmelbilder. Diese Kategorie richtet sich an die zukünftigen Generationen. Sie sollen für die Thematik sensibilisiert und im frühen Alter herangeführt werden. Die Jury will diesem Anliegen aktiv nachkommen und jedem eingereichten Beitrag, der nicht der Preisgruppe angehört, also man höre, auch die, die eingereicht haben und jetzt nicht damit aufgeführt sind, kriegen noch einen Preis, also und nicht der Preisgruppe angehört und entsprechend ausgezeichnet wird, mit einer Anerkennung versehen. Also alle bekommen eine Anerkennung. Herzlichen Glückwunsch allen Kindern und Jugendlichen. Vielen herzlichen Dank. Tolle Entscheidung. Ja, Frau Müller, herzlichen Dank. Und ich darf Ihnen auch sagen, wir als Begleitung und die Jury hatte es nicht ganz leicht dabei. Und ich bin sehr froh, dass die Jury nachher dieser Empfehlung gefolgt wird mit den Preisgruppen. Ich glaube, das ist in der Breitenwirkung mit Abstand die beste Entscheidung, auch die jungen Leute einfach abzuholen und stolz zu machen auf das, was sie präsentiert haben. Vielen herzlichen Dank nochmal dafür. Ja? Gut, meine Damen und Herren, wir sind jetzt bei diesem Teil am Ende. Ich darf noch mal eins machen. Ich darf auch meinem Team, Entschuldigung, jetzt kleine Werbung für uns, insbesondere Herrn Westendorf, der über die letzten Wochen und Monate durchaus kräftig dran gerackert hat, auch im Dialog mit den jeweiligen verantwortlichen Personen in den jeweiligen Ministerien. Das ist ja nicht so eine ganz übliche Sache. Ich bitte auch um Verzeihung, wenn nicht alle Arbeiten, die wir gesehen haben als Jury heute, die Vielzeitarbeiten hier gezeigt werden konnten. Das hätte den Rahmen insgesamt gesprengt und ich möchte ihn nicht sprengen. Ich glaube, wir haben unsere halbe Stunde eingehalten und möchte Herrn Eckhorn das Wort zurückgeben. Vielen herzlichen Dank, dass wir hier etwas beitragen konnten. Wir freuen uns schon auf mögliche weitere Interaktionen. Vielen herzlichen Dank und Gruß aus Hamburg. Dankeschön, Herr Drost. Genau, die Zeit ist ein bisschen schneller als wir, aber das lässt uns nicht davon abhalten, den letzten großen Block anzugehen. Mich hat bei Ihrer Präsentation eben wirklich beeindruckt, dass wir ein 4-jähriges Kind haben, das sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Wundervoll. Wir gehen weiter in die Zukunft. Wir blicken weiter in die Zukunft. Zum fachlichen Abschluss haben wir einen Zukunftsforscher gebeten, seine Gedanken zur Zukunft des Bauens mit uns zu teilen. Herr Matthias Hawks hat sich schon sehr in seiner Kindheit im Prinzip für Technik begeistert und hat dann entsprechend in seiner Laufbahn Journalismus, Publizismus entwickelt und schließlich zum einer der erfolgreichsten Trend- und Zukunftsforscher des deutschsprachigen Raums sich entwickelt. Schauen wir uns an, was Herr Hawks uns für die Zukunft voraussagt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Matthias Hawks. Ich bin Trend- und Zukunftsforscher seit über 25 Jahren. Und in dieser Zeit habe ich mich eigentlich immer beschäftigt mit der Frage des Hausbaus, des Wohnens, der Energie. Ja, an diesem Thema kommt man natürlich nicht vorbei, wenn es um die Zukunft geht. Und heute spreche ich zu Ihnen vom Stadtrand von Wien, aus dem Future Evolution House, dem Haus, was wir als Familie gebaut haben, als eine Art Experimentalhaus, in dem man aber auch ganz gut im Alltag leben kann. Und dabei geht es nicht nur um Technologie, es geht auch um Architekturen, um Design, um Materialien. Und es geht natürlich auch um Energieversorgung, um Energiegenerierung. Wir haben es jetzt geschafft, in diesem Jahr trotz allgemeiner Handwerkerkrise immerhin die Hälfte unseres Energiebudgets selbst herzustellen. Und das macht schon ein ganz gutes Gefühl. Aber es ist natürlich erst der Anfang. Es ist ein Prozess. Und was ist eigentlich ein Effizienzhaus? Und wenn wir über Effizienzhaus Plus sprechen, wieso dieses Plus?
Ich glaube, da muss man ein bisschen rekapitulieren, wie der Hausbau und die Ökologie sich in den letzten 30 Jahren entwickelt haben. Ich kann mich noch erinnern, vor 20 Jahren begann die Zeit des Energiesparens. Damals haben wir diese hässlichen Glühbirnen auch gerne benutzt. Sie erinnern sich, die dann doch sehr umweltschädlich sich erwiesen. Und es ging vor allen Dingen um das Sparen. Und das Haus damals, das in diese Richtung weisen sollte, war eben das Passivhaus. Und ich fand immer die Idee eines Passivhauses nicht genügend. Es ist ja doch sehr passiv, in einem Passivhaus zu wohnen. Da geht es eben um Vermeidung. Und Vermeidung kann ja nur die eine Seite der Medaille sein, der Effizienz, aber auch dessen, was man vielleicht eher als Effektivität bezeichnen sollte. Denn Effizienz ist ja ein Begriff letztendlich aus der Volkswirtschaft, aus der Theorie des Ökonomischen. Und da geht es eigentlich darum, aus einem vorhandenen Prozess möglichst viel herauszuholen. Und das ist natürlich nicht das unbedingt, wie die Natur arbeitet. Die arbeitet ja effektiv, also im Sinne von Wechselwirkungen, von Innen- und Außenwirkungen. Und die Idee, ein Haus quasi abzuschließen, sodass nichts entweichen kann und dann etwas zu reduzieren, das ist vielleicht gar nicht so ökologisch gedacht. Nun ist das Passivhaus schon lange ein bisschen, man könnte sagen, passé. Wir sind längst darüber hinaus gewachsen. Und diese Evolution, die zeigt eben heute in eine andere Richtung. Erstens mal geht es nicht nur um Energie und Energievermeidung und Sparen, auch das, aber es ist eben viel dazugekommen. Zum Beispiel die Frage der Materialität, der Substanzen, mit denen wir bauen. Wo kommen die her? Welchen Fußabdruck hinterlassen die im Sozialen, aber auch wie im Ökologischen? Also wir verbinden quasi die Idee des Bauens und Wohnens mehr und mehr mit der physischen Materie, Cradle to Cradle. Wie schaffen wir es, bessere Rohstoffkreisläufe zu schaffen, in denen vielleicht Häuser eher wie Gewächse sind, die man, wenn man sie gebraucht hat oder umbaut, wieder in den natürlichen Kreislauf zurückführt. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension, die dazugekommen ist zur Frage der Energie, ist die Frage des Sozialen. Wo und wie bauen wir? Für welche sozialen Strukturen? Es kann ja nicht der Sinn und Zweck des ganzen Unterfangens sein, nur eine Hülle für eine kleine Familie oder für eine Einzelperson zu bauen, sondern wir sind ja Teil einer sozialen Umwelt. Und die zentrale Frage, wenn wir fragen, wie wollen wir leben, ist natürlich, in welchen Beziehungen wollen wir leben? Wie sieht diese Architektur aus? Wie ist sie verdichtet oder eben nicht verdichtet? Hat sie Raum für Natur? Und das sind ja alles Trends, die wir heute im modernen Städtebau ganz deutlich sehen können. Das Regreening von großen Städten. Also wer über Effizienzhäuser redet, muss auch über den Städtebau reden, den neuen Urbanismus, die Frage, wie wir unsere Städte in Zukunft auch vielleicht ein Stück weit langsamer, nicht so vom Auto besetzt machen wollen. All das gehört in gewisser Weise zusammen. Und darüber hinaus geht es eben darum, die Frage der Integration in den Vordergrund zu stellen. Also wie können wir die verschiedenen Einzelgewerke, die an einem Haus bauen und die das Ganze natürlich ungeheuer komplex und kompliziert machen, also nicht komplex, sondern kompliziert machen, wie können wir die besser zusammenfassen? Wie können wir Häuser anders produzieren? Vielleicht eben nicht mehr in den traditionellen Gewerkebauweisen, sondern vielleicht durch Modularität, durch Fabriken, die Häuser ganz anders produzieren können. Und diese Integrationsfrage zwischen Energie, sozialer Umwelt, Natur und der Art und Weise, wie wir die Häuser dann bauen und erstellen und wie sie in einen ganzen Zyklus geraten. Also ein Haus zu bauen heißt eben auch zu fragen, wohin wird das auf lange Sicht führen? Was passiert dann mit dem Haus? Kann es so etwas wie lernende Häuser geben? Häuser, die im Laufe ihrer Geschichte ihre Form verändern, ihren Gebrauch verändern, das ist im Prinzip nichts Neues, das hat die Menschheit immer schon gekonnt. Und wahrscheinlich werden wir dabei auch auf uraltes Wissen unserer Vorfahren in Bezug auf das Bauen und Leben zurückgreifen. Und diese ganzen Dimensionen des Bauens sind, glaube ich, in Ihrem Kongress, in dem Ihrem Vorhaben, Wissen zu generieren, enthalten. Das neue Bauhaus ist eben auch ein neues Ideenhaus, in dem wir die Welt neu konstruieren müssen, gewissermaßen aus der Zukunft heraus uns überlegen, wie kommen wir dahin. Und bei diesem Unterfangen, das noch eine lange Zeit und auch eine lange interessante Neugierzeit erfordern wird,
wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ja, vielen Dank, Herr Rox. Mit Ihren Betrachtungen haben Sie einen schönen Rahmen der Veranstaltung abgerundet. Ich danke dafür. Bevor wir aber zum finalen Ende dieser 20. Netzwerk, dieses 20. Netzwerkstreffen kommen, möchte ich gerne noch mit Frau Alten, die ja Projektleiterin und für mich die Frontfrau der ersten Stunde mit in der Effizienzhaus-Initiative ist, kurz beleuchten, wie geht's weiter? Frau Alten, die Frage, was erwarten Sie? Ja, also zunächst mal vielen Dank nach Stuttgart. Wir wollen auf jeden Fall die Öffentlichkeitsarbeit verstärken, ob nun als Bundesbauministerium allein oder eben wie vorher eben auch in anderen Häusern. Es ist festzustellen, dass wir uns hier noch stärker und besser gezielter aufbauen müssen. Herr Friemert hatte vorhin ja schon angedeutet, was hier alles läuft. Also das IKZB soll auch weiterhin bestehen bleiben. Es ist eine Anlaufstelle, eine Dialogplattform für jeden und jedermann, der Interesse an diesem Thema hat und auch hier sich vielleicht ein Stück weit weiterbilden möchte oder eben den Dialog eröffnen möchte zu neuen Themen auf diesem Feld. Im Weiteren haben wir, vorhin wurde es von Frau Müller angedeutet, sie hätte gerne eins der Wettbewerbsbeiträge sozusagen bei sich zu Hause hängen. Wir werden eine Wanderausstellung auf den Weg bringen, die unter anderem eben auch die Wettbewerbsbeiträge zu den 10 Jahren Effizienzhaus Plus mit zeigt. Ein Teil davon kann man bereits heute für eine Woche lang vor dem Effizienzhaus Plus hier in Berlin schon sehen, die Preisträger. Aber eben auch noch ein bisschen mehr darüber hinaus berichten, was die Initiative in den letzten 10 Jahren sozusagen auch an Forschung und Wissenschaft hervorgebracht hat, um uns weiterzuentwickeln auf dem Gebiet. Und dann ganz wichtig, wir haben ja nicht nur junge einreichende Wettbewerbsteilnehmer gehabt, wir möchten den Klimaschutz in die Schulen bringen. Das ist uns ein wichtiges Anliegen, nicht nur im Baubereich, sondern in Gänze auch zu diesem Thema zu berichten, zu informieren und zu bilden. Klimaschutz braucht Bildung, nicht nur die Demokratie, auch der Klimaschutz. Und im Weiteren werden wir natürlich, davon lebt die Initiative, und das ist unser größtes Standbein, weitere Modellvorhaben planen. Sowohl im Altbau als auch im Quartier wollen wir versuchen, sozusagen weitere wissenschaftlich validierte und praxistaugliche Lösungsansätze zu finden. Das ist notwendig, das ist nötig. Wir haben in allen Vorreden gehört, dass wir uns hier weiterentwickeln müssen und können. Und dafür wollen wir ein Stück weit weiterkommen. Auch im zweiten Jahrzehnt haben wir viele Aufgaben, die wir weiter verfolgen wollen. Und noch abschließend vielleicht hier erwähnt als besonderen Punkt, die Zertifizierung dieser Effizienzhäuser Plus möchten wir natürlich auch ein Stück weit sichtbarer machen. Und daran arbeiten wir gerade, und im nächsten Jahr werden wir sozusagen im Rahmen der Energieausweise auch die Zertifizierung voranbringen. Aber auch ich habe eine Frage nach Stuttgart in die Stadt sozusagen der Nachhaltigkeit 2022 an die Wissenschaft und Forschung. Lieber Herr Erhorn, was sollte aus Ihrer Sicht die Initiative zukünftig vielleicht noch deutlicher kommunizieren als das, was ich bisher gesagt habe? Ja, ich glaube, es wäre gut, herauszustellen, dass das, was wir in den 10 Jahren gemacht haben, robust ist und bewährt ist und auch zutreffend ist. Also dass das nicht Wolkenkuckuckseier sind, die man in der Vorhersage mit niedrigem Energiebedarf realisiert hat und die später dann in der Umsetzung schlechte Ergebnisse gefahren hat. Im Gegenteil, eine gute Validierung, gute Ergebnisse, die kommen. Ferner ist an diesem Standard, finde ich, noch nicht so richtig klar kommuniziert, dass auch der Suffizienzgedanke hier sehr deutlich dargestellt werden kann. Denn wenn Sie weniger Wohnfläche haben, brauchen Sie automatisch weniger Photovoltaik. Oder Sie haben bessere Haushaltsgeräte, Sie haben bessere Beleuchtungssysteme. Entsprechend können Sie viel schneller das Plus erreichen, als wenn Sie entsprechend mehr investieren müssen. Und was sehr schön wäre aus meiner Sicht, wäre, wenn wir tatsächlich alles das, was wir gemacht haben und machen werden, hoffentlich weiterhin, auch in die EU-Initiative Neues Europäisches Bauhaus einbringen und damit dokumentieren, wohin die Richtung entsprechend sich entwickeln könnte. Was meinen Sie denn? Was könnte noch geleistet werden, damit wir den
Baustandard noch schneller und noch tiefer in den Markt bekommen? Ja, also auf jeden Fall gibt es drei Punkte, auf die wir immer wieder gerne verweisen mögen. Und das möchte ich an dieser Stelle am 10. Jahrestag der Initiative auch. Wir müssten sozusagen als Premiumprodukt in die Bundesförderung für effiziente Gebäude, kurz BEG, da müsste das Effizienzhaus Plus auf jeden Fall mit aufgenommen werden. Das ist notwendig, um in die Breite zu kommen. Ich erwähnte es vorhin schon, Modellvorhaben müssen auf jeden Fall unter dem Aspekt kostengünstig und nachhaltige Lösungsansätze hervorzubringen weiter betrieben werden. Auch das ist ganz wichtig. Auch hier gilt es, weiter dran zu bleiben. Wir bleiben eben nicht stehen. Und wir wollen natürlich auch die Eignung dieses Konzeptes im städtischen Quartier untersuchen. Auch das ist etwas, was seit dem ersten Tag in 2011 sozusagen auf den Weg gebracht wurde als Strategie vom Einzelgebäude ins Quartier, in die Stadt. Und wir bewegen uns gerade zwischen diesen beiden ersten Stationen. Also wir haben noch einiges vor uns. Ich würde aber gerne sozusagen jetzt auch noch mal Sie, Herr Erhorn, fragen, was aus Ihrer Sicht sozusagen noch perspektivisch auch zu erwarten ist. Wir haben Herrn Hawks gehört. Ich würde gerne noch mal aus der Wissenschaft und Forschung hören, was Sie perspektivisch noch dazu zu sagen hätten. Ja, wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen. Ich glaube, dass dieser Standard langfristig eine Entwicklung ist, die gar nicht anders geht. Dass wir, wenn wir langfristig bauen, wir uns nicht leisten können, dass wir Energie verbrauchen, sondern die muss generiert werden von dem Gebäude und die muss bereitgestellt werden. Entsprechend wird auch dieser Standard in die europäische Richtlinie, in dieses deutsche Regelwerk einziehen müssen. Es scheint ja so zu sein, dass die Europäer den ersten Schritt machen. Da freue ich mich sehr drauf. Dieser Schritt wird dann sicherlich erweitert werden im Laufe der Jahre durch Einbindung anderer Verbraucher wie Nutzerstrom, wie E-Mobility, wie graue Energie, was auch immer. Also das ist einmal den Standard setzen und den Standard entsprechend voranzutreiben. Und das Zweite wäre, diesen Standard auch festzuschreiben. Wir sollten sehen, dass wir nach Möglichkeit diesen Standard in die europäische oder internationale Normung ablegen. Denn Werner von Siemens hat schon gesagt, der den Standard macht, der hat das Produkt. Und ich würde es wirklich sehr empfehlen, dass wir dieses nach Europa tragen, wie wir es gemacht haben, wie die Definitionen sind und auch in die Welt tragen und entsprechend dann Mitstreiter finden. Man hat es ja von den Japanern gehört, die entsprechend diesen Trend auch verfolgen. Ja, das so auf die Schnelle, auf die Kürze von meiner Seite. Die Zeit ist vorangeschritten, darum kommen wir zu den Schlussworten. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass die Auswertung der Fragen, die parallel ja lief, im Abspann der Veranstaltung hier gezeigt werden. Also wenn Sie da noch ein bisschen im System bleiben, können Sie auch sehen, was bei den Fragen entsprechend für Ergebnisse herausgekommen sind. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den vielen aktiven und lieben Personen und Kolleginnen, die im Hintergrund gearbeitet haben, um diese Veranstaltung überhaupt möglich zu machen. Das ist neben dem involvierten Kolleginnenkreis des IBPs, ganz speziell D&K, Consult, Vagelis und Schmidt als Hauptorganisatoren, die CBAU, BBSR und BMI oder BM Bau, wie immer sie künftig heißen werden, die Referenten, die sich alle an die Zeit gehalten haben, das war immer meine größte Sorge, und natürlich alle, die aus dem Netzwerk hier wieder zusammengekommen sind und in die Veranstaltung hereingehört haben. Und bleiben Sie alle schön gesund und bleiben Sie der Initiative gut gesonnen. Und wie es sich gehört, das letzte Wort gehört Ihnen, liebe Frau Alten. Ja, ich erhebe jetzt das Glas, nachdem Herr Rathert es schon getan hat, zum Abschluss. Möchte auch noch mal ganz herzlich allen Mitstreiterinnen und Pionierinnen dieser Initiative meinen Dank aussprechen. Auch ganz besonders an den Hausherrn, den stellvertretenden Herrn Friemert hier zu meiner Seite. Und ich möchte mich besonders für Ihre Unterstützung und Ihren Mut bedanken, dass Sie die ersten wissenschaftlich validierten und vielfach prämierten, aber vor allem eben auch praxistauglichen Lösungsansätze für einen Gebäudestandard der Zukunft mit uns auf den Weg gebracht haben und entwickelt haben. Ohne Sie wäre es nicht gegangen.
Und das Interesse an dieser innovativen Gebäudegeneration ist nicht nur im Inland, sondern ja auch im Ausland anhaltend hoch und wird ja auch zum Teil dort nachvollzogen. Das macht uns nicht nur stolz, das finden wir sehr gut, vor allen Dingen, weil es dem Klima dient. Lassen Sie uns im neuen Jahrzehnt weiterhin zusammen die breite Markteinführung auf den ersten Erfolgen der Initiative aufbauen. Viele neue Modellvorhaben und Forschungsthemen warten auf ihre Umsetzung. Und mein besonderer Dank gilt meinen Mitstreiterinnen im BBSR, den ersten Testfamilien. Wir haben sie vorhin bei der Frau Schulze ja auch schon mal eingespielt bekommen, die in diesem Bundesmodellvorhaben sich sozusagen schon mal eingelebt und warm gelebt haben für dieses Haus der Zukunft. Und dem stellvertretenden Hausherrn, Herrn Friemert und seinem Team der C-Bau. Und ganz besonders natürlich auch mein Gruß an Stuttgart und ganz, ganz lieben Dank ans Fraunhofer Institut. Sie haben uns mit am längsten von allen hier Benannten begleitet. Schon bevor dieses Haus errichtet wurde, haben wir über diese Dinge gesprochen mit den damaligen Staatssekretären und Ministern. Abschließend möchte ich die Teilnehmer, diese Veranstaltung nicht ohne noch auf den Effizienzhaus Plus Instagram-Sticker hinzuweisen. Ich möchte Sie alle einladen, an über 63 inzwischen ja gebauten Modellvorhaben bundesweit das Zeitalter der positiven Energiebilanz von Gebäuden aktiv zu bewerben mit diesem kleinen Tool, was Sie dann sozusagen mit einblenden können in Ihr Foto. Und vielen Dank. Lassen Sie uns von folgendem Abspann einstimmen auf ein neues Jahrzehnt gemeinsamer Arbeit für die Energiewende und den Klimaschutz. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Erfolg im Weiteren und bleiben Sie gesund.